Leute, mein Name ist Simon Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal, Freunde. Ich hoffe, ihr seid wach, deswegen auch das laute Boom heute, denn wir drehen nämlich heute Erkenne den Fremdgänger. Ich weiß, nicht so ein schönes Thema, deswegen, Freunde, denkt immer dran, wenn ihr schon eine Beziehung eingeht, bleibt bitte treu, denn von allen Teilnehmern, die gleich reinkommen werden, werden alle Personen behaupten, fremdgegangen zu sein, aber tatsächlich ist nur eine Person fremdgegangen. Extrem spannend, wir haben eine richtig geile Jury für das heutige Thema am Start und an der Stelle würde ich auch sagen, brauchen wir auch gar nicht mehr viel rumschnacken, sondern bitten diese Special Jury einmal bitte Gorio, Bro! Was geht, alles gut? Servus! Moin! Geht's euch gut? Dir, Bro? Mir geht's top. Sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir drehen heute Erkenne den Fremdgeher. Ja. Oh. Seid ihr schon mal fremdgegangen? Nein, um Gottes Willen. Ich bin da raus. Ich bin auch noch nie fremdgegangen. Werde es auch niemals machen. Sehr gut, sehr gut. Ich auch nicht. Hey, warum lacht ihr jetzt? Gut, dass wir die Gegenfrage stellen. Keiner fragt so zurück. Ich wollte es nur erwähnt haben, ne? Ja, super, wichtig. Macher. Nee, richtig geil, freut mich. Wird eine coole Folge, denke ich. Und ja, das heißt, gleich werden 5 oder 6 Leute behaupten, dass sie fremdgegangen sind. Aber tatsächlich ist nur eine Person fremdgegangen. Cool. Ne? An der Stelle, bleibt treu, Freunde. Auf jeden Fall. Ja. Treu bleiben ist wichtig. Fremdgehen ist scheiße. Genau. Ja, cool, freut mich, Alter. Ich feiere euren Content. Ich feiere dein Content extremst. Ach, danke. Ich lache mich immer tot bei deinen Umfragen. Ja, bitte mach mich nicht fertig in den Kommentaren. Es ist alles nur Spaß. Ja, und dein Content sowieso, ne? Dein Content feiere ich aber auch hier. Dankeschön. Und dein gucke ich mir mal. Was auch noch sehr, sehr wichtig ist, Freunde. Ich weiß, die wenigsten reden darüber. Ich tue das aber jetzt mal heute. Alle reden immer von Körperpflege und alles drum und dran, aber keiner redet über die Intimpflege. Und passend dafür ist der Sponsor des heutigen Videos, nämlich Manscaped. Extrem krass. Ich weiß, die meisten wollen nicht drüber reden, aber ich kann euch Manscaped wirklich nur ans Herz legen. Ich habe ja schon häufiger mal Werbung für die gemacht. Und unter anderem in diesem Performance Package 4.0 habt ihr verschiedene Sachen dabei, die insbesondere für die Intimpflege super, super wichtig sind. Aber nicht nur für die Intimpflege, sondern auch beispielsweise jeder von uns hasst Nasenhaare und dementsprechend ist der Trimmer von Manscaped, der Nasentrimmer, super, super dafür geeignet. Das Highlight ist natürlich der Rasierer. Das Geile an dem Rasierer ist, ihr kennt es sicherlich, dass ihr euch bei anderen Rasierern immer wieder mal schneidet oder sonst was. Das habt ihr hier nicht. Und was man auch sagen muss, was richtig nice ist, ihr könnt beispielsweise auch so eine Einschaltsperre aktivieren, dass ihr, wenn ihr beispielsweise, keine Ahnung, das Ding in den Koffer legt, dass er nicht einfach so von alleine losgeht oder so. Richtig nice, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und was ich auch nicht gedacht hätte, was super cool ist, ist nämlich zum einen der Crop Reviver. Das ist, ja, ist für eure Balls gut, dass die nicht so ja, aneinander kleben, gerade im Sommer ein bisschen nervig. Dann haben wir hier noch den Crop Preserver. Auch extrem wichtig, das ist ein Ball-Deo, damit eure Balls auch wirklich immer 24/7 fresh sind. Wichtig, Jungs. Deswegen checkt es unbedingt aus. Ihr bekommt jetzt mit meinem Code NAHIM20 nochmal ganze 20% on top und nochmal kostenlosen Versand plus 2 extra Geschenke. Richtig geil. Manscaped, eine Empfehlung von mir, ist unter anderem auch Partner der UFC. Ihr würdet mich natürlich auch extrem damit unterstützen, wenn ihr euch das über den ersten Link in der Videobeschreibung holen würdet. Alright, dann würde ich sagen, starten wir gar nicht groß rum, oder? Ja. So, dann bitte unsere Teilnehmer einmal bitte rein! Überwiegend Männer. Ja. Hat das was zu heißen? Na, Frauen betrügen auch. Ja, was würdet ihr sagen, mehr Männer oder mehr Frauen? Ich würde sagen, beide gleich viel, aber Frauen sind halt, lassen sich nicht vielleicht immer erwischen und dann kommt es nicht raus. Spannende These, ich bin gespannt auf die einzelnen Storys. Dann würde ich vorschlagen, kann sich der Erste vorne rechts einmal vorstellen. Jo, mein Name ist Siva, ich bin 28 Jahre alt, ich habe
vor 3 Jahren geheiratet, 2020. Bin tatsächlich mit der Frau verheiratet, die ich seit Kindheitstagen kenne. Wir waren Spielkameraden, unsere Eltern waren gemeinsam befreundet. Dann haben sich auf jeden Fall unsere Eltern zerstritten. Dann hat man sich viele Jahre aus den Augen verloren. Dann 2015 über Facebook, dann hat man so sich irgendwie wiedergefunden, über Social Media dann geschrieben. Und so ist man dann wieder in Kontakt getreten. Es ging eigentlich ziemlich schnell. Man hat sich dann in Düsseldorf getroffen. Dazu muss man sagen, meine Frau ist aus der Schweiz. Ist dem so, dass meine Frau eine Tante hier in NRW hatte oder hat nach wie vor. Und dann ist sie fürs Abitur nach Deutschland gezogen. Also sie hat sogar dann ihr Leben dann in der Schweiz aufgegeben für mich und ist dann nach Deutschland gekommen. Ihren Eltern hat sie natürlich gesagt gehabt, ja, es geht überwiegend um die Bildung. Aber eigentlich ging es primär eher um unsere Beziehung. Ja, wir wollten endlich die Fernbeziehung los. Werden so, weil wir wussten, dass das auf lange Sicht keine Zukunft so haben wird. Um es kurz zu machen, dann war es halt so, dass sie dann nach Deutschland kam und dann wir in Deutschland unsere Beziehung dann 3 Jahre gut führen konnten. Dann war es halt so, aber das Abi ja auch nur 3 Jahre geht. Dann 2018, ihre Eltern hatten halt gesagt gehabt, dass sie gerne möchten, dass sie wieder zurück in die Schweiz kommt, nach Zürich, also die wohnen in der Nähe von Zürich. Dem Wunsch ist sie auch nachgekommen, weil irgendwo hatte sie natürlich auch, weil sie war zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Entscheidung getroffen hat, 17. Und irgendwo wollte sie dann halt auch gerne zu ihren Eltern zurück, was man ja auch irgendwo verstehen kann. Dann ist sie zurück und dann war es halt so, dass diese Fernbeziehung wieder da war und die Probleme, die man irgendwie so geschoben hatte, dann wieder allgegenwärtig waren. Wir haben es nicht so vernünftig hinbekommen, uns so oft zu sehen. Beziehungsweise wir waren ja halt auch was anderes gewohnt durch die 3 Jahre, die sie dann in Deutschland gelebt hat. Und dann war es dann halt so, dass wir uns halt für längere Zeit dann nicht gesehen haben und dann 2019 dann um den Dreh hat sich dann meine Ex-Freundin dann geschrieben gehabt und bin dann meiner Freundin zu dem Zeitpunkt fremdgegangen und es war eine einmalige Sache. Also ich habe es kurz direkt danach natürlich bereut. War es dann halt so, dass wir dann halt beschlossen hatten, zusammenzuziehen. Also wir hatten dieses Vorhaben. Also ich hatte die ganze Zeit Angst auch irgendwo. 2019 Ende habe ich einen Antrag gemacht. 2020 hatten wir dann halt geheiratet gehabt und jetzt leben wir zusammen. Ich hatte ihr dann 2021 dann halt ein Jahr später dann das halt auch erzählt gehabt. Also ich kann weiter erzählen, aber ich glaube, nee, ich glaube, das reicht eher so. Genug Informationen, ne? Zu viele Informationen. Ich habe irgendwie den Anfang vergessen. Ich habe auch alles vergessen. Ich weiß jetzt nicht, wart ihr verheiratet zu dem Zeitpunkt? Oder? Als ich fremdgegangen bin, waren wir nicht verheiratet. Nein. Okay. Wie hat sie darauf reagiert, wo du ihr das erzählt hast? Ja, ich bin erstmal dann in der Nacht, wo ich ihr das erzählt habe, musste ich raus. Was ich auch verstehen kann, ich bin zu einem Freund. Und dann bin ich am nächsten Mittag wiedergekommen und dann war sie in der Schweiz. Also sie ist dann erstmal weggegangen, dann bin ich dann in die Schweiz gefahren. Anschließend hatte sie mir dann halt gesagt gehabt, dass ich sie zu sehr unter Druck setze. Ja, dann war es halt so, dass sie dann gesagt hat, nee, lass mich erstmal bitte in Ruhe, ich brauche meine Zeit. Ich wusste nicht, wann sie wiederkommt und dann kam sie eine Woche später zurück zu mir nach NRW. Okay, und wie hast du sie betrogen? Also was ist denn für die, also was ist da passiert zwischen dir und ihr? Ja, also ich habe mit ihr geschlafen. Was machst du? Ich habe mit ihr geschlafen. Ja, das Komplettpaket. Der Ex anschreiben schon hart, ne? Mit der Ex auch noch. Wusste deine Ex, dass du in einer Beziehung bist? Nein, ich hab's natürlich eh nicht. Also seid ihr immer noch zusammen? Wer? Ja, wir sind noch zusammen. Boah, das ist hart. Wir sind zusammen. Also hat sie dir verziehen? Ja. Habt ihr noch Probleme damit? Also, oder? Wir waren tatsächlich, waren wir bei so einem Psychotherapeuten. Paartherapeut. Aber wie kam es auf deine Ex? Das Ding war, zu dem Zeitpunkt, wo ich 2015 mit ihr zusammenkam, war ich kurz davor in einer Beziehung gewesen. Das war diese Ex-Freundin. Sie wurde mir auf Instagram die ganze Zeit irgendwie immer angezeigt. Kennst du das, wenn man dann nicht folgt? Aber trotzdem werden die Profile immer angezeigt, die man von irgendwoher kennt. Nee, Ex blockt man doch eigentlich, oder nicht? Na, muss nicht sein. Muss nicht unbedingt sein. Muss nicht sein. Man kann auch befreundet sein mit dem Ex. Ja, das ist cringe. Also hattest du dann Kontakt mit deiner Ex? Und ihr habt dann ein bisschen geschrieben und dachtet euch, okay, wir treffen uns jetzt und haben Sex. So schnell ging das. Nein, also wir hatten uns jetzt nicht getroffen und also irgendwo wusste man, worauf das hinausläuft, so ist es nicht. Weil da waren ja mal Gefühle im Raum. Boah, das ist mal ganz hart, wenn es nicht nur Sex ist, sondern auch Gefühle. Ich muss ehrlich sagen, ich war auch darauf aus und sonst hätte ich sie wahrscheinlich auch gar nicht angeschrieben. Ich wusste da. Kann was gehen. Du bist ja jetzt noch mit deiner Freundin oder ihr seid auch verheiratet, glaube ich, ne? Mhm. Und sie sieht das Video und du sagst so, ja, Gefühle und so waren ja im Raum. Also, oh, ja. Stimmt. Also damals waren ja Gefühle im Raum,
wo ich dann mit ihr zusammen war, so war das gemeint. Ja, aber jetzt wegen der Begründung, warum die Ex, meintest du ja, hast du das begründet damit, dass damals halt Gefühle da waren und wäre jetzt noch der Grund gewesen, du hattest Druck oder so, dann hätte man sagen können, okay, das ist deswegen. Also es war schon, also es war zu 95% nur das Körperliche. Aber diese 5% sind auch, das weiß ich nicht. Ich kann ja, was ich jetzt ausgesprochen habe, dann nicht jetzt einfach zurücknehmen. Ich habe ja jetzt gesagt gehabt, dass da irgendwo Gefühle da waren, von damals aber. Sind jetzt noch Gefühle da? Nein. Sicher? Auf keinen Fall. Also die Story ist so ein bisschen sass. Ja, die ist auch sehr, sehr lang. Sehr lang. Ja. Kennt ihr das so, wenn man lügt, man muss so richtig lange drüber rumreden, und so. Das war schon ein bisschen... Zu lang, Bora, ja. Das stimmt. Okay, dann danke dir erstmal. Dann machen wir mit der nächsten bitte weiter. Also, ich bin Tamira, ich bin 19 Jahre alt und ich war 3 Jahre mit einem Mädchen zusammen. Es endete damit, dass ich... Es ist nicht bei einer Sache geblieben. Ich hatte mit ihr auch eine On-Off-Beziehung. Also es ist permanent irgendwie in die Brüche gegangen, dann wieder zusammen, dann wieder auseinander. Und das war in dem Zeitraum, wo ich 14 bis 17 war. Bist du immer in den Off-Phasen fremdgegangen oder auch, wo ihr zusammen wart? Wo wir halt zusammen waren, klar. Sonst wäre es ja kein Fremdgehen. Ja, okay, hast recht. Also offiziell zumindest. 14 warst du. Ja. Ja, bis 17. 3 Jahre Beziehung. Und ja. Also bist du lesbisch? Ich bin Pan. Hast du dann deine Freundin? Ich bin pansexuell. Was? Was, Bruder? Wenn du den Menschen liebst und nicht das Geschlecht, also ist dir komplett egal. Ist es bei Bisexuellen nicht auch so? Bei Bisexuellen sagt man halt meistens so, ja, Mann, Frau, also diese cis, also biologische Männer oder biologische Frauen. Und bei mir ist es halt wirklich komplett egal, so was für eine Vorgeschichte die haben oder was sie jetzt sind, wie die sich, als was sie sich identifizieren, so. Ah, also auch trans? Ja, also. Also alles halt einfach? Ja. Ja, ja. Großes Herz, ja. Hast du denn deine Freundin da mit einem Jungen oder mit einem Mädchen betrogen? Beides. Sowohl als auch. Wie oft hast du denn so betrogen? Also es war halt nicht so körperlich. Es war halt einmal der Fall, wo es halt körperlich... Boah, aber ich fand, das kam gerade sehr real rüber, oder? So dieses Nachdenken, so wie oft habe ich... Aber auch so dieses... Ja, ich bereue schon ein bisschen Nachdenken. Also du hast irgendwann einfach aufgehört zu zählen, sagst du? Wie gesagt, es war halt nicht persönlich, körperlich, außer halt einmal, sondern eher so über Snapchat oder keine Ahnung, man hat sich halt kennengelernt auf Insta und man schreibt da so und dann trifft man sich. Aber mit Sex? Nee, muss nicht sein. Also Fremdgehen heißt ja nicht, du hast Sex mit jemandem oder du küsst die Person, sondern es kann ja auch sein, dass du trotzdem mit der flirty bist. Also hast du aber auch körperlich sie betrogen und aber auch über Social Media und so weiter? Also hauptsächlich so über Social Media, aber wenn es so körperlich geht, also Sex einmal, aber was so Küssen betrifft, dann schon mehrmals, ja. Das ist heftig. Das ist sehr heftig. Bereust du das? Im Nachhinein ja. Also man muss sich das irgendwie so vorstellen, wenn man gerade in dieser Situation steckt, dann tut es halt schon weh wegen der anderen Person so, weil die sich dann wahrscheinlich alles denkt oder eben nicht, so dass sie dir halt vollkommen vertraut und du brichst es und die denkt sich so, das wird sie niemals machen oder sonst irgendwas. Deswegen. Also, ich frage mich dann aber, wozu warst du dann überhaupt in einer Beziehung, wenn du so oft fremdgegangen bist? Das ist eine sehr gute Frage. Also, aber du warst auch sehr jung, ne? Muss man auch sagen. Ich denke, und im Nachhinein habe ich es mir schon denken können, so, ich glaube, das ist einfach, weil ich halt die Liebe gebraucht habe, dass so eine Person mich wirklich liebt und das war mir halt nicht genug. Ich brauche Aufmerksamkeit, ich brauche viel Liebe, ich brauche viel von allem, vor allem, weil ich halt eine Familie habe, wo ich halt nicht so viel davon bekomme. Ja, deswegen suchst du Bestätigung. Ja. Unter anderem auch. Okay, krass. Also auch noch so eine kleine Selbstdiagnose nebenbei. Also, tut mir voll leid. Ja. Alles gut. Es klingt schon so ein bisschen authentischer, würde ich sagen. Ja, ja. Also, so, man merkt auf jeden Fall, da hast du dich auf jeden Fall viel mit beschäftigt. Was sagst du, Nathan? Also, klingt echt authentisch, 100%. Ja? Ja. Ja, mich. Okay, dann dank dir. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter. Mein Name ist Barisch, bin 19 Jahre alt und bin meiner Ex-Freundin fremdgegangen. Bevor ich euch erzähle, wie ich überhaupt fremdgegangen bin, erzähle ich euch kurz, wie ich sie kennengelernt habe. Und zwar hat ein Kollege von mir für eine Silvesternacht eine Party organisiert und zu dem Zeitraum war ich halt Single. Da ist mir ein Mädchen aufgefallen und ich habe die halt dementsprechend kennengelernt. Dann hat man sich Nummern ausgetauscht und halt diese ganzen Sachen, die man halt tut so. Man hat sich ausgetauscht und dann kam es halt zum ersten Treffen. Mein bester Freund hat halt Gefallen an den beiden gehabt.
an den beiden Mädchen. Er war halt sehr offensiv drauf und hat mich gefragt, ob ich auch Lust hätte, was zu starten. Weil er war ja eh dafür, dass ich die Beziehung beende. Ich war anfangs sehr, sehr dagegen, so, weil ich in einer Beziehung war. Deswegen hat er es einfach sein gelassen. Trotzdem hat er mich ganz respektlos in die WhatsApp-Gruppe reingetan mit dem Mädchen. Sprich, wir waren dann zu viert in der Gruppe. Am dritten Tag kam Alkohol ins Spiel. Also wir haben was getrunken. Da war es halt meinem besten Freund einfacher, mich zu überzeugen. Er wollte halt dieses Two-Man-Session, so, wenn ihr versteht, was ich meine. Er wollte was? Two-Man-Session. Was für eine Session? Two-Man. Ach so, Two-Man. Ja. Nee, das waren zwei Frauen. Also es waren Vierer. Ach so. Zwei Austauschstudenten aus Lettland und wir zwei halt. Stark. Genau. Ja, so stark war es nicht. Das prägt mich bis heute leider noch. Und dann sind halt Sachen passiert, die nicht passieren sollten. Also wir wurden dann von den Mädchen eingeladen ins Zimmer und der Rest blieb dann halt auch im Zimmer. Tex, also. Hast du es deiner Freundin jemals erzählt? Ja, genau. Dazu will ich ja auch noch kommen. Dann waren wir halt am dritten Tag, dann war der Berlin-Trip auch zu Ende. Dann war ich halt wieder in meiner Hut so. Meine Freundin wollte dann mit mir raus, sind wir auch gegangen. Ich konnte nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich gerade mit einer Person, die ich eigentlich über alles liebe, gerade einfach anlüge. Also, dass ich mit ihr draußen bin und ihr eigentlich fremdgegangen bin. So, versteht ihr, was ich meine? Deswegen habe ich einfach drauf geschissen. Dann bin ich halt auch gefickt so. Habe ich aber in dem Moment nicht interessiert. Deswegen habe ich mich einfach offenbart, so meine Lüge gestanden. Bis heute ist es halt vorbei so. Das ist voll die coole Stimme, finde ich. Coole? Ja, klingt gut. Könnt ihr so mit Rappen starten, meinst du? Ja, safe. Dankeschön. Ist dein Herz. Ja, was sagt ihr? Ja, ich weiß nicht. Bist hier wieder viel drumherum geredet, oder? Es könnten ja alle Storys immer real sein, außer dieses Fremdgehen ist halt gelogen, ne? Stimmt, ne? Das ist das Ding. Rein theoretisch könnte alles ich real sein. Auch so, ich würde auch, wenn ich lügen würde, würde ich jetzt irgendeine Geschichte, die wirklich so passiert ist, und dann würde ich das so minimal abändern. Das ist das Ding. Ja. Ist ja kein Problem. Ihr solltet vielleicht auch nicht zu viel von diesem Kennenlernen und so reden, weil letzten Endes kann das ja alles real sein, weißt du? Das ist so. Eigentlich ist ja nur das, wo sie faken können, ob sie fremdgegangen sind oder nicht. Wie war der nächste Morgen mit den Mädels? Also ihr seid aufgestanden und dann? Ja, das war ganz normal. Wir hatten halt wieder Kontakt aus dem Aspekt. Ich habe mit dem besten Freund auch gar keinen Kontakt mehr. Der hat mir so viel eingeredet, dass ich mir gedacht habe, ey Digga, die Beziehung ist eh vorbei. Sie meinte, du hattest ja Sex mit denen im Zimmer und wie war der Tag danach, als ihr aufgestanden seid? Wart ihr alle vier noch im gleichen Hotelzimmer? Nein, natürlich nicht. Das ist direkt nebenan. Das ist kein Meter. Das sind vielleicht 50 Meter zu der anderen Tür. Okay, das heißt, ihr seid dann in euer Zimmer, die Mädels waren in ihrem Zimmer also, und am nächsten Morgen habt ihr noch gefrühstückt oder so? Nein, das war nicht so. Das war ein B&B, das war so ein Billo-B&B, richtig billig. Wir waren jetzt zu fünft, also wir hatten fünf Betten. Genau, jeder ist in sein Zimmer und hat dann den nächsten Tag gelebt, als wäre es halt ein normaler Tag. Also habt ihr euch nicht mehr gesehen? Doch, also man hat sich noch begrüßt und so weiter. Wie viele Betten hatte das? Die zwei aus Lettern hatten zwei und wir waren ja mit Kollegen, mit fünf Kollegen. Wir hatten halt fünf, ganz normal. Also in einem Zimmer gibt es fünf Betten? Ja. Also ein Doppelbett, zwei Betten, zwei hier und zwei hier. Ja, das sind doch sechs. Ja, wie gesagt, ein Hochbett halt. Ui, jetzt haben wir dich aber. Ein Hochbett hast du als ein Bett, dann sind es ja drei. Wie gesagt, es war ein Doppelbett, das habe ich als ein Bett gezählt. Ja, dann sind es drei. Wieso drei? Wenn zwei sind und ein Doppelbett, dann sind es fünf. Wenn ich das eine Doppelbett als normales Bett gezählt habe. Ja, ich verstehe. Du kriegst ein bisschen Angst, ne? Wieso Angst? Die Story prägt mich. Das ist April passiert. Ich hänge immer noch an meiner Ex. So ist es ja nicht. Und warum hast du jetzt hier heute mitgemacht? Um mich einfach bloßzustellen. Das ist einfach so meine Strafe. So. Also hast du um sie gekämpft danach? Nein. Gar nicht? Die sind Tränen ausgebrochen in dem Moment, wo ich das halt gesagt habe. Danach war sie spurlos weg. Also ich bin auch überall blockiert. Kann ich auch gerne zeigen, gar kein Thema. Also ich erreiche die auch gar nicht mehr. Und jetzt nochmal vor die Tür gehen. Ich würde mich dazu jetzt nicht trauen, jetzt noch vor die Tür zu gehen, weil das ist eine ekelhafte Situation so für mich. Fremdgehen ist nichts Cooles so. Hast du seitdem was mit einer anderen schon gehabt, seit der Trennung? Ich hänge an nie, wie gesagt. Ich muss jetzt davon wegkommen irgendwie. Warst du nüchtern oder? Also ich war im Konsum, ja. Ah, so warst du betrunken. Genau. Okay, und was ist jetzt deine Message an die Zuschauer? Ja, man sollte natürlich nicht fremdgehen. Fremdgehen ist kein Fehler, fremdgehen ist eine Entscheidung. So, im Endeffekt. Macht das einfach nicht, verletzt eure liebsten Menschen nicht. Das ist ekelhaft. Fremdgehen ist kein Fehler, sondern eine Entscheidung. Fremdgehen ist ein Fehler, keine Entscheidung. Nee, ich würde eher sagen beides. So. Fremdgehen ist ein Fehler und eine Entscheidung. Es gibt ja so ein Zitat, den habe ich gerade so im Kopf. Irgendwo. Ah, hast du denn ja vorher gegoogelt? Hast du vorher gegoogelt? Du hast ja Message gesagt, aus dem Aspekt habe ich halt irgendwas von Instagram im Kopf. Ich würde, glaube ich, vorher auch googeln. Ich würde vorher auch googeln und gucken, so Fremdgeh-Zitate. Aber hast du dir falsch gemerkt, mein Lieber? Mich hat er echt nicht, ohne Spaß. Ich weiß nicht, nee. Ich weiß nicht, irgendwie traue ich dir auch nicht zu, dass du jemanden betrogen hättest. Ja, das ist ein Lieber, ne? Ein Lieber. Also. Aber man weiß nicht, unter Alkohol kann man auch anders werden, ne? Dann dank dir erstmal, dann machen wir mit dem hinten rechts einmal bitte weiter.
Also mein Name ist Baton, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Ludwigshafen und ich bin meiner ehemaligen Ex-Freundin fremdgegangen. Es war eine Fernbeziehung, ich war noch sehr jung, 16, 15. Die Beziehung ging halt dann 3 Jahre. Ja, dann, ich weiß nicht, gab es Meinungsverschiedenheiten nach langer Zeit und ich wollte die sehen, aber auch irgendwie nicht. Und es hat mich alles so gestört, dass die so weit weg gewohnt hat. Hatte ich keine Lust mehr drauf, hab dann einfach ein Mädchen kennengelernt aus so meiner Straße. Umgebung mit meinen Jungs. Dann habe ich mich mit einem Kollegen von mir, einem alten Kunden, mit der getroffen. Da war noch so ein anderes Mädchen dabei. Ja, wir haben uns getroffen, haben geredet, gechillt, dies, das. Dann, ich habe sie gefragt, kriege ich deine Nummer? Sie hat gegeben. Die Nummer? Hä? Krieg deine Nummer, sie hat gegeben, so auf locker. Das ist krass, das ist stark. Was meinst du mit dir gegeben? Also, sie hat mir die Nummer gegeben und dann kamen wir halt zum Kontakt. Wenn ich halt mit ihr war, habe ich meiner Freundin gesagt, ich gehe pennen oder so, ich bin im Fußball, im Training. Ich war mal bei ihr, sie hat mich eingeladen. Dann bin ich mit einem Cousin von mir dahin gegangen. Da war noch ein Mädchen für ihn. So. Dann war ich halt für sie da. Dann war ich bei ihr und dann ist es einfach so zum Kuss gekommen. Und ja, dann war es aber auch vorbei. Also nach dem Kuss bin ich dann auch direkt nach Hause gegangen. Ich habe überlegt, ja, was habe ich gemacht oder so, was tue ich gerade. Aber einerseits hat es mir auch gut getan. Wie er die Story erzählt, ist einfach so fake, bei aller Liebe. Ne? Ja, und dann bin ich hier fremd. Ja, Bruder, chill, Bro. Du, ein sehr schlechter Lügner. Ja, nein. Der guckt auch die ganze Zeit nach da oben. Ich frage mich die ganze Zeit, was da oben ist. Dich hätte ich gerne als Freund, weil ich wüsste jedes Mal, wenn du lügst. Schatz, schmeckt das Essen? Ja. Voll lecker. Nein, Bro, nein. Aber das ist eine gute Eigenschaft, dass du ein schlechter Lügner bist. Und dabei sein ist alles. Auf jeden Fall. Ey. Auf jeden Fall danach, ja, ich war zu Hause und ich habe dann einfach Schluss gemacht mit meiner... Erklär mal kurz bitte, warum es gut getan hat. Bro, meine Beziehung, Fernbeziehung, das ging so, richtig tief, das war richtig scheiße einfach. Die haben mir Sachen verboten, da habe ich mir gedacht so, ey, bist du meine Mutter? Das macht man nicht. Ich habe dir auch nicht so viel verbietet. Dies, das. Ey, stellt euch mal vor, das ist real. Digga, das ist niemals real. Boah, wenn das real ist, ehrlich, das ist ein Skandal. Schock. Deswegen, ich habe Angst davor, weil wir hatten ja mal diese Story mit dem fast Ermordeten. Ja. Und die hat das ja auch so richtig lachhaft erzählt. Ja. Das war eine richtig krasse Story, aber sie hat die ganze Zeit gelacht. Und wir so, ey, das ist ja so schlecht und so. Und dann war das die. Ja, das stimmt. Das juckt mich gar nicht mehr so. Weil ich bin hier mit der jetzigen, wo ich ihr fremdgegangen bin, bin ich mit der jetzigen zusammen. Ach, du bist mit der immer noch zusammen? Ich bin mit der jetzigen, wo ich ihr fremdgegangen bin, zusammen. Ach so! Oh, das ging ja schnell. Macher. Wusste er, dass du damals in einer Beziehung warst? Wusste sie, dass du damals in einer Beziehung? Nein, aber die hat es vermutet. Und dann hat die auch sich distanziert. Die meinte, mach Schluss und dann können wir was starten. Was? Glaubt ihr das? Was? Nochmal, was? Erzähl mal nochmal. Sie hat sich so distanziert. Dann hat die gesagt, wenn du in einer Beziehung bist, machen wir nicht so. Mach Schluss und danach können wir ja schauen. Weil sie wollte mich eigentlich nicht. Sei mal ehrlich. Boah, aber soll es geben. Ja. Würdet ihr mit jemandem zusammen sein, der seinem Ex-Partner fremdgegangen ist? Auf gar keinen Fall. Ich schwöre niemals im Leben. Ich meine, das war ja noch in dem Moment, weißt du? Das ist ja noch härter. Das ist richtig schlimm, ehrlich. Einmal Fremdgeher, immer Fremdgeher. Das kann ich euch schon mal sagen. Das nicht unbedingt, Kinder, ne? Wenn einem, ich glaube aber bei derselben Person schon. Es kann sein, dass dann, wenn man fremdgeht und man hat dann irgendwann eine andere Freundin, man ihr nicht fremdgeht. Ja. Aber wenn man einmal der... Freundin, also diese einfach. Das könnte gut sein. Dann macht man, dann hat man die Hemmschwelle überschritten und dann. Aber Bro, ganz ehrlich, du bist es nicht. Also da, ich glaube, wir sind uns alle. Du lügst echt nicht gut. Wie alt bist du? Ich bin 18. Und deine Freundin hatte, also deine Freundin, die du betrogen hast, wie weit hat die von dir weg gewohnt? Die war Bonn, ich war Mannheim. Also Lu. Also das sind 3 Stunden. Fernbeziehung war das, ja genau. Ja, weiß ich jetzt nicht. Vor allem, du bist ja noch mit ihr zusammen, ne? Mit der... Mit wer? Mit der in der Fernbeziehung? Nein. Hast du jetzt gerade keine Freundin? Ich bin mit der zusammen, wo ich sie... Ja, meine ich ja. Mit der bist du ja jetzt zusammen. Mit der bin ich immer noch zusammen. Wie heißt sie? Das ist Griechenname. Aber ich will den jetzt nicht sagen. Ist doch nicht schlimm, kannst du auch einfach sagen. Die heißt Santi. Vielleicht ist es ja wirklich so, gerade seine Perle oder seine Freundin. Es ist wirklich meine Perle. Also, wir sind jetzt auch seit 2 Jahren und 3 Monaten zusammen. Deswegen kann sie sich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich schätzen, weil sie kann sich sehr glücklich schätzen, falls es wirklich stimmt, dass er gerade eine Freundin hat, weißt du? Weil er halt echt nicht gut lügen kann. Also falls es true ist, dann hast du ja quasi zugegeben, dass du sie betrogen hast und mit deiner Affäre jetzt zusammen bist.
Und das machst du dann auf Social Media. Aber und die Leute sehen das. Wie findest du das? Ja, was soll ich sagen? Also dir ist alles egal, oder? Also, dir ist einfach alles egal, Mann. Das die hat jetzt selber einen Freund, so, das interessiert mich. Ich glaube, das juckt die auch nicht. So, die hat mich vergessen, ich habe sie vergessen. Hey. Perfekt. Ich war sowieso ein, da war ich noch jung und wenn man jung ist, macht man dumme Sachen. Also doch dumm? Du hast doch gesagt, das war richtig. Das war doch die richtige Entscheidung. Du bereust es nicht, hast du gesagt. Ich habe gesagt, man, wenn, dass man fremd geht, ist dumm. Ich könnte ja nein, doch, Schluss man macht dumme und Sachen. Danach zu ihr hingehen, nach Hause. Könnt ihr ja die Wahrheit sagen, ey, ich habe keinen Bock, ich gehe zu einem anderen, tschüss. Das wäre die richtige Lösung, aber... Aber du bereust es ja nicht, hast du ja trotzdem eben gesagt. Ja, so das ist egal, nicht. Weil das war ja, sie war ja eh toxisch. Die Entscheidung war scheiße, aber am Ende bereue ich es nicht, weil ich habe jetzt meine jetzige dieses Freundin. Toxisch und so, ne? Ey, TikTok, seit TikTok ja, höre ich nur noch, jeder Ex-Partner ist Narzisst. Ja. Jeder, ist wirklich toxisch. Jeder und toxisch. Informiert euch erstmal, Freunde. Das ist jeder Mensch hat ja auch narzisstische Züge. Da machen wir mit dem in der Mitte bitte weiter. Mein Name ist Rico, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Hannover, ich bin auch Schüler. Ich bin tatsächlich meiner damaligen Freundin fremdgegangen. War jetzt nicht so sehr gewollt, um ehrlich zu sein, aber hat sich halt so ergeben, ne? du bist nicht so motiviert, ne? Auf jeden Fall. Nee, ich zeige nicht so oft Emotionen, also keine Ahnung, ich bin so eine sture Person oder wie man das nennt. Deswegen, ich rede auch allgemein nicht so viel, ich bin nicht so. Ist irgendwas mit dem Mikro, oder? Nee, sieht ganz gut aus, deswegen. Ja, ich bin nicht so eine gesprächsvolle Person, deswegen. Aber auf jeden Fall würde ich sogar sagen, dass der Grund, warum ich fremdgegangen bin, so teilweise Social Media ist. Weil ich selber mit Social Media so vor 3 Monaten angefangen habe. Ich würde sagen, es hat bei mir ganz gut geklappt, sage ich mal so. Was machst du da für Content? Ich verschenke Geschenke an Leute. Ah, ich kenne dich. Also ich komme immer so zu Leuten und dann sage ich so 1 Euro oder Mystery Box. Verschenke ich mal Waschmittel oder mal iPhone 14. Also es ist immer unterschiedlich, ja. Schon seit Beginn meiner Social-Media-Karriere, würde ich jetzt mal sagen, das so war, dass meine damalige Freundin es nicht so sehr supportet hat. Die war genervt, sagen wir es mal so, die hat das nicht supportet. Ich hatte immer weniger Zeit für sie, für Treffen. Ich war auch ziemlich unmotiviert, was Treffen angeht mit ihr, weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich ganz großes Potenzial habe, was das alles angeht. Aber was mich gerade wundert, du meinst, du bist nicht so ein gesprächiger Typ, aber machst Social-Media. Du wirkst für mich gerade nicht so wie so ein klassischer Influencer, weißt du? Ach so, ja, ich mache auch Straßenvideos, also ich rede sogar mit den Leuten. Ja, deswegen ist das, da musst du ja eigentlich gesprächig sein, oder nicht? Wenn du Umfragen machst. Aber ich meine jetzt so, also Gespräche suchen kann ich. Sowas, also ich rede mit Leuten, so ist nicht. Ich bin jetzt nicht einer, der Selbstgespräche führt oder so. Aber so die Art zu reden, ich bin nicht so sehr emotionsvoll oder so. Ich rede so, wie ich bin, ich verstell mich nicht. Also monoton einfach. Keine Ahnung, was das heißt. Okay, kommen wir wieder zum Fremdgehen, ne? Das ist, darum geht's ja. Ja, und auf jeden Fall ist es so, dass die das nicht so supportet hat. Vor allem auch, wenn man mal draußen war und nach einem Bild gefragt wird. Und vor allem von den Mädchen auch, dann kommen immer so diese kochende Blicke oder wie das auf Deutsch heißt, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall war das so, dass die das halt null Support hat. Und dann war es halt so, dass mein Kollege Geburtstag gefeiert hat. Das war vor 2 Monaten oder so ungefähr. Und er wollte da in den Club gehen. Und da hat er mich und noch 2 andere mitgenommen, sind in den Club gegangen. Und ich war schon mal im Club, schon mal davor, so muss ich ehrlicherweise sagen. Und davon weiß ich auch nichts, dass ich davor schon mal war. Und das war auch auf dem Geburtstag von dem, also ein Jahr davor auch, genau derselbe Geburtstag. Und das war so, ja, ganz normal, ich war halt normal ich so dort, man hat mich nicht beachtet. Und auf einmal gehe ich jetzt zum 9. Mal dort rein und ich merke, wie mein Name von der Seite gesprochen wird, wie Leute mich angucken. Und ich fand das schon ein bisschen komisch, also ein bisschen ungewohnt, würde ich sagen. Auf jeden Fall gab es dann da so ein Mädchen, die hat mich so ein bisschen angemacht, würde ich mal sagen. Ja, letztendlich mit Erfolg. Die hat mich und meinen Kollegen, der Geburtstag hatte, zu sich eingeladen und sie hat noch ihre Cousine mitgenommen. Dann sind da so ein paar Sachen passiert, sagen wir es mal so. So schnell? Ja, ja. Also noch am gleichen Tag? Du hast sie auf der Straße gesehen? Nee, ich habe sie, glaube ich, sogar schon um 23 Uhr kennengelernt und dann war es halt schon, also so 4 Uhr morgens oder so waren wir dann. Ah, okay, also innerhalb von 5 Stunden, das ist schon ja, sehr schnell. Ja, so ungefähr. Also es war jetzt nicht im Prinzip derselbe Tag, aber... Ja, sie hat ihn im Club geklärt, meinte er. Ja, 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 so ungefähr. Hat sich dabei nicht schlecht gefühlt, so diese Sache zu machen? Doch, also im Nachhinein, also ich würde nicht mal sagen, dass ich bereue, fremd zu gehen, aber ich bereue es, ihr wehgetan zu haben, sagen wir es mal so. Was, du? Nein, das ist so nicht real, ne? Es ist so nicht real. Wahrscheinlich kommt ein TikToker-Influencer, der jetzt so seine Karriere aufbauen will, hierhin und ist erstmal direkt dafür bekannt, fremdgehrt zu sein, der sagt... Das mit dem Influencer hättest du auslassen müssen. Das ist bei mir auch so, dass ich auch zur Zeit dabei bin, ein Buch zu schreiben, also... Ich will so meine ganze Lebensgeschichte, also kann sogar noch vielleicht ein paar Jahre dauern, bis es überhaupt rauskommt, aber
Ich mag es jetzt nicht so, mich zu verstellen oder mit zwei Persönlichkeiten rumzulaufen wie andere Leute, dass die vor Kamera so sind und dann privat so. Also ich schreibe das schon alles. Das hat doch nichts damit zu tun. Das ist doch einfach eine Kackeinstellung zu sagen, ich bereue es nicht. Nee, ich bereue es auch nicht, fremd zu gehen. Aber ich bereue es, ihr wehgetan zu haben. Natürlich. Ja, natürlich. Das ist eine Kackeinstellung. Das hat nichts mit Fake sein zu tun, sondern du persönlich hast keine coole Einstellung. Person, so bin ich als Person. Erstens, selbst wenn du ein angehender Influencer wärst, wenn es so ist, dann würdest du doch nicht herkommen und sowas erzählen. Und vor allem, wenn du jetzt lügen würdest. Also du musst ja lügen. Dann würde ich jetzt nicht sagen, ja, ich werde jetzt Influencer. Also den Fakt hättest du... Aber ich bin doch hier, um die Wahrheit zu erzählen. Ja, aber wieso sagst du dann, dass du Influencer bist? Also 5 Leute sind hier, um nicht die Wahrheit zu erzählen. Weil das ja die Wahrheit ist, oder nicht? Also mir wurde gesagt, ich soll die Wahrheit eigentlich erzählen. Ey, Bro, allein das! Oh Mann, Bro, du kennst doch das Format. Ja. Ich dachte, man sollte hier die Wahrheit erzählen. Bro, du weißt doch, dass hier 5 Leute lügen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ey, Bro. Oh mein Gott. Der Bruder trollt, ja, ohne Spaß. Mir wurde gesagt, ich soll hier als Fremdgeher präsentieren. Weil ich halt Fremdgeher bin, ich bin mit einem Kollegen gut, mit dem Ahmed gut ist. Und der hat mich halt rangeholt. Wenn hier ein Influencer hinkommen würde und es würde stimmen, dann wird der wahrscheinlich in Tränen ausbrechen, und um das dann irgendwie zu verwahren. Ja, du musst ja ein gutes Image haben. Wann habe ich zuletzt geweint? Letztes Jahr oder so, ich weiß selber nicht. Ja, ich habe jetzt allgemein gesprochen, nicht von dir. Ja, weil du hast so eine scheißegale Einstellung, ich glaube, als Influencer. Nein, also ich kann halt wirklich nicht so viel Emotion zeigen, so, auch wenn man so als Gruppe lacht oder so, dann bin ich... Du musst ja keine Emotionen zeigen, sagt ja auch keiner, dass du jetzt heulen sollst, aber zumindest, wenn ich jetzt jemand fremdgehen würde und ich jetzt rede noch öffentlich drüber, dann würde ich versuchen, noch eine Message irgendwo mitzugeben, im Sinne von... Ja, Reue auf jeden Fall zeigen. Ja, ich bereue es, ihr wehgetan zu haben, und ich weiß, es resultiert aus dem Fremdgehen, aber jetzt richtig, weil die Gefühle waren zu Ende der Beziehung nicht mehr so intensiv, wie sie zu Beginn mal waren. Deine Message gerade an die Zuschauer ist, Fremdgehen ist scheißegal. Geht fremd, Jungs, macht, was ihr wollt. So ist es absolut nicht gemeint, weil jeder Mensch, der ein Gehirn hat, versteht ja, dass es aus dem Fremdgehen diese schlechte Emotionen oder wie das heißt, resultieren, also dass die andere Person verletzt wird. Das hast du aber nicht gesagt. Ja, jetzt sage ich es ja. Fremdgehen ist natürlich nicht gut, ne? So ist das. Ja, das nicht kam gemeint. Aber jetzt ein bisschen zu spät, nee, nachdem wir das 5-mal gesagt haben. Ich habe ja nicht einmal gesagt, dass Fremdgehen gut ist. Ja, aber du weißt ja, als Influencer muss man immer gucken, ne? Du bist ja, du influenzt ja andere Menschen. Und dass man dann wenigstens sagt, ey Leute, es war ein Fehler, es war nicht cool. Du musst ja nicht dabei weinen, aber wenigstens so eine Message einfach. Und die ist jetzt nicht so rübergekommen. Deswegen. Aber ist ja gut, ist ja, Fremdgehen ist ja scheiße, und dass du nicht fremdgegangen bist, ist gut. Ich habe gesagt, dass Fremdgehen gut ist. Aber ne? Dass du jetzt gerade lügst, ist ja eigentlich ganz gut. Richtig. Weil dann bist du ja kein Fremdgeher. Wann habe ich denn gelogen? Du lügst. Du lügst jetzt gerade. Ja, ja, safe. Du bist ein sehr schlechter Lügner. Auf jeden Fall. Ja. 10er. Und er ist auch nicht so, wie er sich gerade darstellt. Ja. Kriege ich den dann aber auch? Ja, klar. Okay. Ey, wenn das der Fremdgeher ist, ne? Nein, ist er niemals, Mann. Mann, der spielt doch auch gerade eine Rolle. Der ist niemals so. Ihr werdet vielleicht sehen bei der Auflösung. Der ist niemals so. Das wäre schon hart. Ich denke, er ist eher von Art her so, weil er ein bisschen auf einen viralen TikTok-Clip hofft oder so. Dass der Outfit da gepostet wird und dann so Leute schreiben, oh mein Gott. Aber das ist doch der und der. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast von TikTok. Viraler Clip oder so? Davon habe ich schon, ich habe davon schon genug, also. Ja, aber du, ja, bei TikTok viral gehen ist auch nicht schwer. Aber ich meine damit, dass du hoffst, dass das so ein bisschen, dass darüber geredet wird, weißt du? Nee, ich hoffe, dass die alle durch mich einen Honey gewinnen oder so. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Ich denke, das ist so eine Lüge, der Mann ist so ein Lügner. Ehrlich. Warum? Boah, der ist zu unauthentisch, wirklich. Der spielt eine Rolle gerade, Mann. Der ist niemals so. Ihr werdet gleich sehen bei der Auflösung. Ja, das der ist so, niemals so. Korrekt, so. Das ist auch so. Digga, richtig. Jemand, der Straßenfragen macht, der ist auch niemals so. Ja. Kennt ihr meine Videos? Nein, kenne ich nicht. Ich hab's, glaube ich, schon mal irgendwie gesehen. Ja, ich war da genau so? Ja, ich bin da ganz normal. War er so? 5 Euro oder Mystery Box. Also so komplett. Also ich glaub dir, dass du so bist. Aber dass du ein Fremdgeher bist, glaube ich dir nicht. Bist du auch auf YouTube erfolgreich damit? Ich mache nur Shorts, aber ich habe trotzdem 80.000 auf YouTube. Also. Okay. Aber machst du auch richtige Videos? Ich muss mal ein bisschen überlegen, wie ich das ins Langformat ziehe und richtig vermarkte und so. Aber bist du jetzt Single oder bist du jetzt mit jemandem? Ich bin Single. Also die hat auch direkt Schluss gemacht mit mir. Würdest du nochmal fremdgehen? Nee. Also deswegen sage ich, ich bereue es, ihr wehgetan zu haben, weil lieber mache ich vorher Schluss und gehe dann halt nicht mehr fremd. Im Prinzip? Ja, weiß nicht. Alles ein bisschen sass. Ja, zu sass. Alles ein bisschen sass. Finde ich auch. Okay. Dann danke dir erstmal. Dann machen wir mit dem letzten bitte weiter.
Hallo, mein Name ist Jamie und ich bin 19 aus Bayreuth. Bei mir ist es so gewesen, dass ich für ungefähr 2 Jahre in einer Beziehung gewesen bin. Ich habe dann halt irgendwann überlegt, die Sache endlich zu beenden, weil an was festzuhalten, was nichts mehr bringt, so für die Zukunft, mache ich nicht. Und deswegen hatte ich dann auch nach einer Zeit versucht, sie drauf anzusprechen. Blöderweise ist sie dann nur auf Suizid übergestiegen. Also als ich meinte, dass ich mit ihr das Ganze beenden will, meinte sie, dass sie sich dann das Leben nimmt, wenn ich das und das mache. Und das Ganze ist dann irgendwann ausgeartet, dass wir dann nach dem Streit erstmal gar nicht mehr geredet hatten. Und ich habe dann irgendeine Bezugsperson gebraucht, mit der ich dann über die Sache allgemein reden kann. Deswegen habe ich mit meiner Nachbarin drüber geredet, weil wir allgemein ab und zu in guten Kontakt standen. Deswegen haben wir uns da auch ein bisschen ausgetauscht, weil wir hatten dieselben Interessen, beispielsweise was Filme, Serien angeht und so weiter. Und es war auch das allererste Mal, dass wir wirklich so unnormalen Kontakt ausgetauscht haben, also so maximal. Und dann hat sie mir da ein bisschen geholfen, versucht mich aufzubauen. Und meinte, ich soll nicht sofort Schluss machen, weil bei solchen Leuten kann das relativ gefährlich sein, dass sie sich dann wirklich das Leben nehmen. Und sollte ihr dann im Endeffekt versuchen, einzureden, dass sie sich Hilfe im Internet sucht. Und um mich abzulenken, hat sie mich dann geküsst, einfach weil sie auch gemerkt hat. Wait a minute! Wie geht das? Wieso schnell, Digga? Nein, nicht falsch verstehen. Also die Sache ist so, dass wir, wie gesagt, wir sind Nachbarn gewesen. Und, Ach so, ja, dann los, rein da. Ganz normaler Ablauf. Den mach ich auch mal mit meinem Nachbarn, Kappa. Also, sie hat gemerkt, dass es mir scheiße geht und das ist auch ein gewagter Schritt gewesen. Das habe ich in dem Moment gemerkt. Die paar Sekunden danach sind auch komisch gewesen. Also das hat sich wirklich wie Minuten angefühlt. Am nächsten Tag, als die Sache dann, ich sage mal, ein bisschen verwelkt ist, habe ich dann nochmal versucht, mit ihr zu reden. Vor allem, weil ich mich wegen diesem Kuss nicht gut gefühlt habe. Als ich dann nochmal versucht habe, mit ihr zu reden, ich bin natürlich zu ihr hingegangen, nach Hause, habe versucht, mit ihr die Sache auszutauschen, versucht, langsam klarzumachen, wieso diese Beziehung nicht mehr funktioniert, dass sie es auch selbst einsieht, nicht, dass sie dann wieder auf diese Selbstmordgedanken kommt. Sie ist dann in Tränen ausgebrochen, hat dementsprechend dann darauf erstmal nicht reagiert, weil ich ihr, wie gesagt, auch vom Kuss erzählt hatte. Sie ist dann in ihr Zimmer gerannt, meinte, ich soll rausgehen und so weiter. Im Endeffekt konnte ich dann nicht mehr mit ihr sprechen und die Tür ist nicht so mein Ding. Ich habe mich da ein bisschen mehr mit der Nachbarin ausgesetzt, weil für mich war es auch nicht leicht. Es waren 2 Jahre ungefähr. Ist auch nicht leicht, dann einfach mal eben so von der Person getrennt zu sein, aber ich wusste, es war das Beste. Sie hatte auf jeden Fall, ich sag mal, 1-2 Wochen später einen neuen Macker. Der war aber nicht so locker drauf, wie er aussah. Der hat dann nämlich ein bisschen später, aufgrund dessen, was ich ihr angetan habe, hat er versucht, mir das Messer reinzustecken. Hä? Was? Weil ihm nicht gefallen hat, wie ich mit ihr umgegangen bin. Weil ich angeblich rücksichtslos auf ihre Gefühle gewesen bin. Deine Story eskalierte mal sehr schnell, muss ich sagen. Ja, aber ich war gar nicht darauf vorbereitet. Digga, wie trocken. Sorry, wenn ich lache. Ja, es ist in Ordnung, aber es gibt, wie gesagt, solche Leute, ist schon echt krass. Also hat er dich angegriffen? Ja, er hat mir das... Hast du eine Narbe davon oder so? Ich hab hier eine Narbe. Darf ich mal sehen? Ja. Ach warte, das ist sogar passiert? Das ist passiert. Hier, ich hab hier eine Narbe. Ach. Oh mein Gott. Ja, nicht fremdgehen, mein Lieber, ne? So, aber es ist natürlich trotzdem uncool, ne? Ich fand ihn aber, als er angefangen hat zu reden, am authentischsten, muss ich sagen. Mit am authentischsten, ja. Und dann hast du ihn irgendwie angezeigt oder so? Nein, das Ganze ist nämlich so hart eskaliert, dass die Polizei selbst kommen musste, weil das war ja nicht irgendwie im Wald oder sowas gewesen, sondern es war im öffentlichen Dienst. Die Leute, die das mitbekommen hatten, die sind dann direkt hier drauf losgegangen, haben versucht, ihn auseinander zu machen von mir und haben dann die Polizei gerufen. Die Frage ist auch, warum erwähnt man sowas, weißt du? Obwohl, naja, es könnte auch sein, dass es eine andere Story war. Und das Fremdgehen hat nicht bestimmt. Vielleicht hat er als Beweismittel so, ja hier, ich habe eine Narbe, ich kann eine coole Story daraus machen. Falls es stimmt, tut es mir echt leid. Das ist natürlich echt blöd, ne? Niemanden abstechen, Leute. Das muss immer politisch korrekt sein, ja, Leute. Ja, um Gottes Willen, sowas ist auch gar nicht gut. Sollte man gar nicht machen, ehrlich. Nee. Wie alt ist denn die Story? Die Story ist 2-3 Jahre. Aber ganz kurz, wie ist es zu der Situation gekommen, dass deine Nachbarin dich geküsst hat? In welchem Verhältnis standet ihr denn? Ihr wart, weil du hast ja gesagt, du bist immer zu ihr gegangen, dann habt ihr darüber geredet und so, aber... Dass sie eben gemerkt hat, dass es mir nicht ganz gut ging, dann hat sie mich dementsprechend darauf angesprochen. Ich habe ihr dann erklärt, was los ist, weil sie gemerkt hat, dass es mir nicht gut geht und weil sie gemerkt hat, dass ich an der Person noch hänge, wo es gar nichts mehr bringt, dran zu hängen, hat sie versucht, damit mir, ich sag mal, eine Stärkung zu geben oder mich einfach zu ermutigen, die Sache zu beenden und einfach an was weiterzumachen, was sich vielleicht auch lohnt.
Hä, aber also war da zwischen euch irgendwas oder? Da war davor noch nichts. Es ist erst ab dem Kuss gewesen. Ich bin genauso überrascht gewesen wie ihr wegen dem Kuss. Der hat mich sehr überrascht. Aber und hast du ihn zuletzt, erwidert? Wie bitte? Hast du ihn erwidert? Ich habe den erwidert. Trotzdem ging nebenbei diese Gedanken durch, dass es jetzt im Endeffekt ja Fremdgehen ist. Aber ich wusste halt, wie gesagt, im Endeffekt schon, dass es, dass die Luft raus ist, dass ich das beenden muss. Und ich will da auch nicht länger dran halten, weil es einfach nichts bringt und nichts für die Zukunft ist. Und das wieso wusste hast du ihn erwidert? Fandest du sie besonders attraktiv oder hast du Crush auf sie? Naja, oder? Ich denke, ich hatte in dem im Endeffekt einfach dasselbe gedacht wie sie. Wir hatten dieselben Interessen. Ich bin zum Beispiel jemand, der fährt komplett auf eine Person ab, die, weiß ich nicht, auch Harry Potter mag, so blöd es klingt, aber wenn eine Person über Harry Potter redet, dann bin ich direkt aktiv und hör zu. Aktiv! Dann geht's aber richtig los, du. Und beispielsweise sind wir dann auch in den Austausch gekommen durch Serien, wie gesagt, und Mangas, sowas, solche Sachen in der Art. Auch wenn sie beispielsweise... Was ist denn ihr Lieblingsmanga gewesen? Mein Lieblingsmanga ist wie meine One Piece. Okay, das kam richtig schnell, ne? Sehr authentisch. Aber was dann mit euch passiert, wo die ganze Sache eskaliert ist? Wir haben uns dementsprechend weiterentwickelt, öfter getroffen. Ich bin jetzt mit ihr zusammen, ich kann auch ihren Namen nennen. Ich habe sie davor gefragt, ob es okay ist, wenn ich ihren Namen erwähne. Sie heißt Sophie. Ich habe auch mit meiner Ex geredet, ob das okay ist, wenn ich über die Story rede. Für sie ist es auch okay, aber sie will nicht namentlich genannt werden. Die Frage ist jetzt, was ist denn mit dem Typen passiert, der dich angestochen hat? Ich habe von dem nichts mehr gehört. Du hast den nicht angezeigt? Ich habe den nicht angezeigt. Ich habe von denen aber auch nichts mehr gehört. Aber warum hast du ihn nicht angezeigt? Ich weiß es nicht, aber ich habe es in dem Moment einfach für sinnlos empfunden. Ich meine, es ist ein gewalttätiger Typ, aber die Polizei ist ja selbst eingeschritten. Bro, du kriegst ordentlich Schmerzensgeld dafür. Die wird sich schon um die Person gekümmert haben. Ja, aber du kannst Plus, du musst mit Plus rausgehen, Bro. Du musst das ganze Geld reinholen. Oder die Mann, die Miete zahlt sich nicht von alleine. Bro, ich habe selbst nie wirklich was mit der Polizei irgendwie zu tun gehabt, aber ich habe halt mitbekommen, dass sowas relativ stressig ist. Und ich bin nicht wirklich dem Geld hinterher oder sowas. Ich weiß, dass man da was bekommt, das ist mir klar. Aber ich bin da nicht wirklich aufs Geld aus. Und wenn die Polizei da schon mitbekommt und den dann abführt, dann... Wie soll die das denn mitbekommen? Ich habe ja gesagt, das ist im Öffentlichen gewesen. Also das ist ja nicht einfach im Wald gewesen, sondern... Ja, das aber dann wirst du ja trotzdem kontaktiert. Dann hast du ja trotzdem was mit der Polizei zu tun. Ich habe nichts bekommen. Ja, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Die Polizei muss seine Daten aufnehmen, immer. Ich habe ja erzählt, das ist jetzt, die Story mit meiner Ex-Freundin ist jetzt 2-3 Jahre her gewesen. Also in diesen 2 Jahren sind wir zusammen und seit einem Jahr ist diese Sache mit diesem, also in diesem einem Jahr ist die Sache auch mit dem Abstechen gewesen. Okay. Bro, niemals, das kann nicht sein. Aber die Polizei war ja anwesend, wo die Sache passiert ist. Die Polizei ist im Nachhinein gekommen. Aber selbst dann, du kannst doch... Ist ein Krankenwagen gekommen, du hast ja geblutet. Nein, das ist ja nicht tief gewesen, aber es ist ein Schliff gewesen. So, dann kam die Polizei, du hast auch, ne? Es ist mehr ein Schliff als ein Stich gewesen. Kein Krankenwagen? Nein, es ist kein Krankenwagen gekommen. Polizei muss immer die Daten aller Beteiligten aufnehmen. Das ist Pflicht. 100%. Das ist so in Deutschland, Bürokratie. Es kann nicht sein, dass die dich einfach so haben gehen lassen, du blutest, tschüss. Also es kam keinen Krankenwagen, aber die Polizei hat ja Daten von mir aufgenommen. Ja, jetzt doch, oder wie? Nein, es kam kein Krankenwagen. Aber die Polizei selbst hat ja mit mir geredet. Aber ich habe jetzt keine Anzeige erstattet. Ja, aber selbst dann... Du meinst, es kam nichts von der Polizei, hast du vorhin gesagt. Wirklich? Nein, also Post... es kam nichts. Ich gehe jetzt davon aus, dass sie über Post meint, da ist bis jetzt nichts gekommen. Wie ist denn sonst was gekommen? Über was denn? Es ist bis jetzt nichts gekommen. Die haben zwar Daten von mir aufgenommen, in echt, das stimmt. Ja. Ja, nach diesem Vorfall. Mhm. Aber bis jetzt kam brieflich noch nichts. Das ist in Deutschland unmöglich. Das geht nicht. Wo war der Typ, wo deine Daten aufgenommen worden sind? Wo war der zu dem Zeitpunkt? Die haben ihn festgenommen, ins Polizeiauto gesetzt. Genau. Und es ist ja immer, also wenn ein Täter da ist, ist meistens auch ein Opfer da. Du warst ja das Opfer. Genau. Die haben deine Daten aufgenommen. Aber einfach so umsonst, nicht, weil im Endeffekt nein, kam er aber nicht von ihm. Die wissen ja, die haben ja auch durch die ganzen Leute dort mitbekommen, dass ich das Opfer gewesen bin und er der Täter. Die haben uns aber unterschiedlich diese Daten abgenommen. Ja. Also gab es sogar Zeugen? Ja, das war ja im Öffentlichen, deswegen gab es Zeugen. Und es gab aber wahrscheinlich auch ein Aufnahmeprotokoll, wo du schildern musstest, was passiert ist, oder?
Das ist ja klar. Aber sowas schon, aber brieflich kam da nichts. Bro, das geht gar nicht. Wie kannst du denn überhaupt davon berichten im Nachgang? Du musst Briefe bekommen, du wirst ja vorgeladen und sowas. Das ist auch durch die Staatsanwaltschaft. In so einem Fall, wenn dich irgendjemand öffentlich ansticht, kriegst du, vertrau mir, du musst einen Brief kriegen. In Deutschland ist das unmöglich. An mich persönlich kam nichts. Das ist nicht möglich. Als ich zur Polizeistation gegangen bin, habe ich das nämlich von meiner Mutter Bescheid bekommen, dass ich dorthin fahren muss, also mit dem Bus. Und wahrscheinlich ging das noch nicht an mich, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht volljährig gewesen bin. Also hat wahrscheinlich deine Mama die Post bekommen, sagst du? Sie hat die Post bekommen, aber sie hat mich... Habt ihr zusammen gewohnt? Ja, da bin ich ja noch nicht volljährig. Dann ist er aber trotzdem an ihn adressiert. Ja, 100%. Warum an deine Mutter? Manchmal, ich habe mal was bekommen, von wo ich einfach nur so nebenher dabei stand. Und das war so eine Lappalie, es ging um nichts. Und ich wurde als Zeuge eingeladen wegen Ladendiebstahl. Das waren so 100-Euro-Kacke und sowas. Ja, also, selbst nach einem halben Jahr oder so habe ich noch Sachen bekommen. Ja, und das wirklich wegen Lappalien und wegen sowas, Bro, wenn du angestochen worden bist. Und Zeugen waren dabei und so, Digga. Nee. Er sagte, er hat ja jetzt doch irgendwie Post bekommen, wahrscheinlich an die Mutter. Ja, aber der Brief ging nicht an mich, sondern an meine Mutter. Das geht auch nicht. Du kriegst einen Brief. Der Brief kam an meine Mutter. Warum soll deine Mutter einen Brief bekommen? Ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass es an sie gegangen ist, weil ich... Nein, das würde trotzdem an dich gehen. Aber du hast nicht mit deiner Mama zusammen gewohnt. Ja, zu dem Zeitpunkt schon, da bin ich ja noch nicht volljährig gewesen. Hä, warte mal, du hast also zu Hause gewohnt. Du hast deinen Namen und deine Adresse, die kamen ja nicht den Namen deiner Mutter, sondern deinen Namen. Und das heißt, wenn du Post bekommst, steht dein Name auf dem Briefumschlag. Richtig, die haben ja meine Adresse und den Nachnamen von mir. Und die wissen ja dadurch automatisch, wer meine Mutter ist, wer allgemein Familienangewiesen ist. Nein, das darf nichts zu tun. Bro, meine vierjährige Schwester bekommt Briefe. Ich habe keinen Brief bekommen, den hat meine Mutter bekommen. Die hatten die Daten, warum auch immer, aber ich habe nichts bekommen. Sorry, wenn man auf die Welt kommt, bekommt man Post, ne? Man bekommt direkt seine Steuernummer. Ja. Das ist das. Ja. Also wenn du einen Tag alt bist, bekommst du direkt vom Finanzamt Post. Ich sag ja nicht, dass ich noch nie Post bekommen habe. Das ist ja... Hä? Ja, aber du sagst, sie kannten den Namen deiner Mutter und dann haben die das deiner Mutter geschickt. Das ist ja Blödsinn. Ich sag ja nicht, dass ich noch nie Briefe bekommen habe. Das stimmt. Und du warst so authentisch am Anfang. Ja, Anfang war echt nicht schlecht, Digga. Aber jetzt hat er sich echt... Du hast dich echt ins Ausgeschossen, Bro. Ehrlich. Gar nicht mehr authentisch. Da kriege ich Briefe, aber... Davon habe ich jetzt nichts bekommen. Meine Mutter hat den bekommen, ich wurde zur Polizei zur Verhörung geschickt und das war's. Aus welchem Land kommst du? Das weiß ich selbst nicht, ich kenne meinen richtigen Vater nicht. Afroamerikaner, sowas sind wir. Okay. Wer ist dein Lieblingscharakter bei One Piece? Zoro. Ja, let's go, mein auch. Gut. Okay. Darf ich dich jetzt küssen? Nein, Spaß. Ja, er meinte ja so, ja, wir haben beide One Piece gemacht und dann hat sie mich plötzlich geküsst. Es geht ja ganz schnell anscheinend. Dann müssen wir uns erstmal für einen entscheiden, den wir rausworten. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Mitte hinten raus muss. Ja. Und bitte sofort, oder? Selbst. Oder noch eher der TikToker. Nee, ich glaube eher in der Mitte eher. Also da kann's auch nicht. Ich habe halt nur Angst, weil es so schlecht war. Das ist dann wieder... Mann, das ist ja niemals, nein, das ist ja niemals im Leben. Stimmt, damit wir nicht drauf kommen, dass er das ist, hat er das wahrscheinlich so komplett... Boah, jetzt hast du mich zum Grübeln gebracht. Nein, meint ihr das ernst? Gib mir mal das Mikro, bitte. Der ist niemals im Leben. Ich sag mal so, also... Ich weiß, sie nimmt mich nicht ernst, weil ich so lache oder so, aber ich bin halt so ein Mensch. Weil du immer nach oben guckst auch. Du erfüllst alles, was ein Lügner erfüllt, das ist das Ding. Dann bin ich... Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ich sag mal so... Da fängt es schon wieder an. Meine Geschichte war die kürzeste und ich finde, ihr müsst eigentlich schlau nachdenken. Diejenigen, die immer viel reden, die lügen. Ja, okay, jetzt ist er raus. Okay, jetzt. Vorhin war ich noch so dick, aber jetzt ist er raus. Jetzt. Sind wir uns einig? Ja, safe. Ey, aber ganz ehrlich, du hast nicht verloren, du hast gewonnen. An Sympathie, denn du bist kein Fremdgeher. Ja. Stark. Also sind wir uns einig, oder? Ja, safe. Okay. Das heißt, du müsstest einmal bitte raus. So, die Frage der Fragen, wen voten wir als nächstes raus? Und ich bin ganz klar für unseren TikToker. Ich vermute, seine Social-Media-Rolle ist einfach so zu sein, so emotionslos und so. Habt ihr noch Fragen an mich? Ich bin eine sehr offene Person. Jetzt bist du doch offen, oder was? Habe ich doch von Anfang an schon gesagt. Nein. Du bist eine nicht so gesprächige... Gesprächige nicht, aber ich bin eine offene Person, die sehr viel von sich preisgibt. Aber ohne zu reden dann? mit Zeichensprache oder wie? Viel von sich preisgibt, aber nicht gesprächig, okay? Kommt aber auf die Person drauf an. War es schon immer so oder hast du dich irgendwann so entwickelt? Ich glaube nicht, dass ich mit 6 oder so war, aber
Du meinst gerade, es kommt auf die Person an? Ja, also bei meiner Ex-Freundin war ich eigentlich, also jetzt noch vor Social Media, habe ich mich ihr immer sehr geöffnet. Da hatte ich sogar mehr Emotionen, als ich hier vor euch habe, um ehrlich zu sein. Wie läuft denn bei dir so eine Beziehung ab? Redest du auch so mit deiner Freundin? Ich habe jetzt keine, aber damals schon. Also nein, so jetzt? Genau wie jetzt? Nee. Ich muss mir gerade vorstellen, wie... Ja. Nee, Schatz, ich habe kein Wort mehr. Ey, ich kann das nicht sagen, dass du assoziierst. Nee, ich meinte ja, in der Beziehung war ich zu ihr anders, weil ich mich bei ihr sehr frei gefühlt habe. Oder okay. Und wie hast du mit den Perlen geredet, mit denen du fremdgegangen bist? Ja, so ungefähr. Ey, ich kann mir nicht vorstellen, du bist viel zu ruhig und introvertiert und so weiter, dass du direkt zwei... Nee, die Chicks hast. Zwei das Chicks. Das ist eine Main-Chick oder eine Side... Nee, aber so ein Playboy, der so eine Main und so eine Side-Chick hat und so. Kann ich mir nicht vorstellen. Du bist aber die war voll gar lieb, die du kommst mir lieb rüber. Es war nur die eine von mir. Die andere ist mit dem anderen. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Du gehst da hin und sagst, ja, lass mal ins Hotel gehen. Hey, ich mag dich. Du bist mir aufgefallen. Willst du mit mir schlafen? Ich hab doch schon erwähnt, dass ich gar nicht zu ihr gegangen bin, sondern sie ist zu mir gegangen. Und dann hat sich das so ergeben. Und du hattest auch so Bock drauf, so. Ja, aber selbst wenn sie zu dir gegangen ist und du so redest, weiß ich jetzt nicht, ob sie dann immer noch so ein Turn hat. Hast du mal gelacht? Generell so? In meinem ganzen Leben? Ja, wann hast du das letzte Mal gelacht? Jetzt gerade? Jetzt muss er selbst lachen. Also nein, wenn das für euch Lachen ist, dann jetzt. Aber so richtig dieses Lachen. Mhm. 2-3 Wochen oder so. Ich kann. Oha! Oh mein Gott! Einfach 3 Wochen nicht lachen. Ey, komm, ich umarm. Komm. Ich hab gar keinen Grund, richtig. Ah, so traurig. Bro, guck mal, du hast 2 gesunde Beine, du kannst sehen, du kannst hören, sei mal dankbar. Bro, jeder Mensch lacht 80 Mal am Tag. Ich bin keiner von denen. Schade, Alter, ja. Kein Grund zu lachen. Du bist gesund. Dir geht's gut. Deswegen freue ich mich, aber ich lache ja nicht darüber, dass ich gesund bin. Ja, aber sie hat doch gerade. Ja, das ist so fake, das ist so fake, das ist so eine gespielte Rolle. Das ist 100% seine Rolle. Das war einer zu viel, mein Lieber. Oder alles gut, wir haben dir genug Fragen gestellt. Wir kennen ja jetzt deinen Charakter ungefähr so und ich glaube, das hat sich damit dann erledigt. Ey, ich glaube, wir sind uns einig, oder? Du bekommst heute kein Foto, mein Lieber. Du müsstest einmal bitte raus. Okay. Vorne links, oder nicht? Der hat einen Stich bekommen, hat der Bruder. Stimmt. Polizei, keine Post und so, kam nur an Mutter und so, dies, das. Ha, Bro, du weißt selber, ne? Schwer, mit dieser Story jetzt weiterzukommen. Okay. Ich würde sagen, die safe sind bei uns, kann man ja schon mal, ne, die sind schon mal der ist auf jeden Fall nicht safe. Aber der nicht safe ist, den kann man ja vielleicht nochmal ausfragen. Ich sag euch ehrlich, es war schon authentisch mit, der hat direkt geantwortet. One. Am Anfang war gut, am Anfang war wirklich gut. Das ist stark angefangen, aber ja, schon. Das ist ich. Ja. Ich sag euch ehrlich, ich würde eher dann der Erste und der ganz hinten, aber können wir kurz darüber reden, dass er meinte, er hat keinen Brief bekommen, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Zeugen waren da, seine Mutter bekommt Post für ihn. Keine Vielleicht wollte seine Mutter, weil sie es ja schlimm genug fand, warte, eine Frage, was hat deine Mutter denn überhaupt zu der ganzen Sache gesagt? Die hat zu mir gesagt, dass ich dort zu was bei einem Polizeilichen eingeladen wurde und dass ich dementsprechend bei dem Datum dann dahin kommen soll. Okay, und dann bist du da hingekommen und dann, wie lief das ab? Das lief ab, dass ich dann in so einen Saal gekommen bin, in so einen... Warte, stopp. Es gab eine Gerichtsverhandlung? Du hast gesagt, es ist nichts danach passiert. Nein, nicht Saal, Raum. In den Raum. Vorladung weiter, glaube ich. In den Raum mit einem Tisch. Erzähl mal weiter. Raum mit Tisch und dann? Ein Raum und ein Tisch und gegenüber saßen mir Personen und die haben mir Fragen gestellt und die haben... Okay, beschreib mal ganz genau, wie das abgelaufen ist. Das ist ein Tisch. Und da ist welche Farbe hatte der Tisch? Nein. Ich schätze mal grau. Gegenüber sind auch 2 Stühle gewesen, 2 Personen in Polizeikleidung und ich saß gegenüber von diesen 2 Personen. Ich weiß noch, dass im Raum noch eine dritte Person war, ein dritter Polizist und der stand an der Tür. Okay, und dann haben die dich gefragt? Der hat mich Sachen gefragt. Und wie lief das speziell ab? War da irgendwas Besonderes dabei? Also, dass du dir dachtest, oh, okay, das hätte ich nicht erwartet, dass es so ist. Ich sag mal, ich vermute mal übliche Fragen gewesen. Der hat mich gefragt, wieso ich beispielsweise denke, warum er das und das getan hat. Welche Zeugen da gewesen sind. Ja, raus. So läuft doch keine Vorlage ab in so einem Fall. Erstens, die schreiben immer alles exakt mit, aber so richtig, das fand ich mal richtig besonders. Das ist ja ist normal bei so einer Verhandlung.
dass die sowas mitschreiben? Nein, die schreiben exakt den Wortlaut mit. Das wusste ich nicht, da weiß ich auch nichts davon, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die mitgeschrieben hat. Wie alt warst du denn? Ich bin da 16, 17. Ja, ich glaube, wenn man so jung ist, bekommt man sowas gar nicht richtig doch, mit. Oh Mann, das ist dieses... Normalerweise, wenn ich dir jetzt Fragen stelle, ja, dann antwortest du und dann geht's zur nächsten Frage. Ja. Aber da ist es so, du kriegst eine Frage gestellt, antwortest und dann erstmal, okay, Moment, du musst erstmal warten, so, weißt du? Ja, okay. Die haben mir auch öfter dieselben Fragen gestellt, aber Mann, bitte, ja, der versucht sich so rauszureden. Okay, dann Vorladung und wie ging es dann weiter? Danach, als das Ganze abgeschlossen war, habe ich erstmal nichts weiter mitbekommen. Und das ist das Letzte, was mit dem Fall zu tun hat. Unmöglich. Das, wenn die seine Daten haben, ist das unmöglich. Das kommt 100% vor Gericht. Wenn du schon vorgeladen wirst, heißt es ja, dass es schon eingeleitet wurde. Ich glaube ihm irgendwie. Nein, was? Geht doch nicht. Ich weiß nicht. Also dich kann man richtig leicht verarschen, ehrlich. Wirklich? Ja, ich weiß. Ich schwöre, das ist echt traurig dann. Ne? Mit so einer Geschichte jemanden zu verarschen, ist echt traurig, ehrlich. Diese Geschichte ist Cap. Boah, das ist doch nicht real. Ohne Witz. Ist das so? Ihr seid so gemein. Nein, aber ist doch die Wahrheit. Ich weiß. Der Mann, nee. Ey, Nathan. Aber für mich ist er raus. Nathan muss nur reden und ich muss lachen, ne? Aber für mich ist er auf jeden Fall raus. Ja, safe. Vielleicht, wenn Emily sagt, du weißt noch nicht, dann würden wir ihn vielleicht erstmal noch drin lassen, um dann den nächsten rauszubauen. Ja, ich würde eher sogar wirklich ganz hinten der eher so. Meinst du? Oder der Erste. Boah, der Erste, den haben wir echt wenig gefragt, ne? Und zu viel erzählt. Stimmt, ja. Können wir dem Ersten noch mal kurz das Mikro geben? Ich war der Erste, der was erzählen sollte. Und dann dachte ich irgendwie, ja, keine Ahnung, man ist das erste Mal hier. Ich wusste jetzt nicht, wie detailliert ich jetzt erzählen soll und nicht, weißt du? Deswegen, was war der Grund dafür, dass du jetzt hier mitgemacht hast? Ja, das Ding ist einfach, hab lange das mit mir geschleppt. Und teile bis heute das Bett mit meiner Frau. Und jetzt wirklich Real Talk. Ich habe halt oft darüber nachgedacht. Es verging kein Tag, wo ich nicht daran gedacht habe. Weil ich habe Prinzipien, ich habe Prioritäten. Und ich habe halt an diesem einen Tag alles über Bord geworfen. Und ich bin einfach der Meinung, dass wenn man sowas macht, das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und wenn man sowas macht, dann sollte man zumindest ehrlich sein und der Person aufrichtig in die Augen gucken und sagen. Das stimmt, aber das beantwortet ja nicht die Frage, warum du jetzt hier mitgemacht hast. Ja, weil ich einfach sagen möchte, dass wenn du das getan hast, also an jeden da draußen, der das mal gemacht hat, sollte er wenigstens aufrichtig sein und die Eier haben, seiner Dame das zu sagen. Und dann soll sie für sich selber entscheiden, ob sie dann bei dir bleibt oder nicht. Aber mach es lieber. Ja, ja. Also willst du ein Vorbild sein quasi für die, ja, die es gemacht haben? Interessant. Und deine Frau wollte das, dass du hier bist? Ja, ich habe das natürlich abgeklärt, weil das ist ja ein öffentliches Video. Natürlich kläre ich das vorher mit dir ab. Wäre ja ekelhaft. Ich weiß nicht, wie ist denn das als Frau? Ist das dann nicht so, möchte man, dass dein Mann bekannt als Fremdgeher ist? So, weißt du, also, was ich meine? Ich habe das auch schon mitbekommen. Ich wurde auch betrogen. Und deswegen, also ich würde als Frau das vergessen wollen. Also ich will nicht, dass noch jemand darüber redet. Vor allem nicht auf Social Media, wo die Leute das dann sehen. Also, weil es ist halt immer so eklig als Opfer, so in so eine Opferrolle. Ich glaube nicht, dass seine Frau gesagt hat, ey, let's go, Baby, mach da mit. Und das hat wahrscheinlich sehr, sehr viele Klicks, das sehen super viele. Dann wissen viele, auch eure Verwandten, eure Freunde, die es vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, wissen es ja dann. Die wissen dann, oh, du hast eine Frau betrogen, mit der du ja schon verheiratet sogar bist. Deswegen ist das für mich ein bisschen sassy. Aber kann man das denn so verallgemeinern? Also du als Frau sagst jetzt, okay, für mich würde das gar nicht in Frage kommen. Aber jetzt zum Beispiel, wir sind 8 Jahre ein Paar und wie ich schon eingangs erwähnt hatte, wir kennen uns seit der Kindheit. Das sind schon Faktoren, die eine große Rolle spielen. Ich kenne sie fast mein ganzes Leben. Ich kenne sie fast so lange, wie ich Ja, sie, aber was ist mit euren Bekannten, euren wir Freunden? Wir haben ein Umfeld und der engste Kreis weiß darüber Bescheid, weil wir hatten ja unsere schlechten Zeiten dann auch. Der engste Kreis, aber jetzt werden es sehr, sehr viele in Deutschland wissen. Sehr viele. Ja, hast du recht. Ihr könnt mir das glauben oder nicht. Also ich gebe relativ, also mir ist das eigentlich relativ egal, was die Leute über mich denken. Aber deiner Frau auch? Ja, du hast gesagt gehabt, ich würde nicht wollen, dass man mich als ein Opfer sieht, was so verarscht wurde. Aber man muss an dieser Stelle natürlich auch nochmal erwähnen, es war eine Fernbeziehung, es waren, sind 6-7 Stunden Entfernung gewesen, die wir zueinander hatten. Und da brauchst du noch 10-mal mehr Vertrauen, als wenn jemand eine halbe Stunde von dir entfernt wohnt. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass sie dann trotzdem als Opfer angesehen wird. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Ich könnte mir das jetzt schwer vorstellen, wenn ich jetzt
betrogen werden würde, also unabhängig davon würde ich nicht mit ihr zusammenbleiben, aber sagen wir, ich würde es trotzdem, dass sie dann noch öffentlich in ein Video geht, wo ich weiß, okay, das sieht jetzt gefühlt ganz Deutschland und dann ist meine Freundin so bekannt als Fremdgeherin, weiß ich nicht so. Check ich auf jeden Fall deinen Gedankensatz so, aber ich sag mal so, jeder Mensch ist halt unterschiedlich, man kann das nicht immer alles verallgemeinern und wenn das für dich halt keinen Sinn macht, verstehe ich das. Ja, weil du jetzt meinst, sie spricht für alle, aber ich sehe es zum Beispiel auch so und ich weiß nicht, wie Nathan das sieht. Ich sehe das auch so, 100%. Also, das ist nicht schön, ne? Darüber so öffentlich zu reden. Natürlich ist es nicht schön und ich bin auch nicht stolz darauf. Also es geht mir wirklich nicht darum, jetzt hier irgendwie, ich denke jetzt nicht, ich bin voller Fuckboy, ich bin richtig cool, weil ich das jetzt gemacht habe. Ich habe nicht so ein primitives Denken, sondern ja, wie gesagt, ich wollte auf etwas aufmerksam machen. Du hast gesagt, so vorbildmäßig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich ein Vorbild bin, das will ich jetzt nicht sagen. Ich will einfach nur wirklich etwas auf etwas aufmerksam machen, weil mich das echt eine lange Zeit gequält hat. Alles cool, finde ich gut. Das ist gut. Deswegen muss ich sagen, ich finde ihn jetzt, also ich kann ihn nicht rausvoten. Ich finde, er ist dafür noch zu gut. Für mich ist er erstmal hinten raus, leider, glaube ich. Für mich eher ist links noch raus, aber... Der ist sowieso raus, der 100%. Den würde ich aber auch rausvoten. Ja, der ist 100%. Ey. Okay, wisst ihr was? Okay, dann wählen wir den raus. Bei Gott, wenn der das ist, ne, kriege ich von beiden jeweils 100 Euro. Okay. Ich gehe nur mit Plus raus. Okay, der ist niemals. Machen wir so. Okay, das heißt, du müsstest einmal bitte raus. Also, rechts. Und du bist deiner Ex-Freundin fremdgegangen. Genau. Darf ich zu einem zurückführenden Punkt kurz greifen? Und zwar, es ging um die Frage, ob ich gerade was dafür tue, um meine Ex wieder zu gewinnen. Es fällt mir schwer, das jetzt hier eigentlich zu sagen, aber um davon zu überzeugen und mich einfach ins etwas gute Licht zu stellen. Ich tue natürlich was gerade dafür. Die hat auch demnächst Geburtstag. Ich bin jetzt seit circa Anfang Mai dabei, ihr ein Buch zu schreiben, wo es um die Kennenlernphase ging und überhaupt um unsere Beziehung. Den Fehler, den ich begangen habe, habe ich natürlich ein Buch eingeführt. Der Titel vom Buch ist Jeder ist seines Glückes Schmied, weil ich bin der Überzeugung, dass wenn man jemanden gewinnen will, dass man es auch bekommt, nur mit halt Willenskraft. So, was hältst du von der Aussage, einmal Fremdkehr, immer Fremdkehr? Das kann man nicht verallgemeinern. Ich verstehe die Sicht von Emily. Es war mein bester Freund und es war der Alkohol, der im Spiel war. An sich. Wow, Alkohol ist doch keine Ausrede. Bro. Alkohol ist eine Ausrede. Ich weiß nicht, ob du trinkst, aber mit Alkohol bist du ganz anders drauf. Bro, das hat nichts damit zu tun. Mit Alkohol liebe ich meinen Freund noch mehr. Mit Alkohol bist du horny drauf. Ist Fakt. So, und bist viel einfacher beeinflussbar. Theoretisch schon, aber nicht, wenn du deine Freundin oder Frau liebst. Aber wenn du in einer schlechten Phase bist mit deiner Freundin und einen tricksbesten Freund hat, der dir Scheiße einredet, dann... Oh, jetzt ist dein Freund schuld und Alkohol. Nein, Bro. Warte, wann hat deine Ex-Freundin Geburtstag? 5.8. Macht das Sinn, jetzt darüber zu reden, dass du hier eine Überraschung machen willst? Ich habe ja gerade gesagt, um davon zu überzeugen, wenn mir nicht geglaubt. Aber du redest jetzt gerade öffentlich darüber, die weiß ja Bescheid. Das ist mir ja egal. Das ist doch eigentlich eine Überraschung, oder nicht? Ich bin zurückführenden Punkt habe ich zugegriffen auf die Frage, die mir Emily gestellt hat. Die Verwirrung ist verwirrt. Ja. Die Verwirrung ist sehr verwirrt. Vor allem, also die Überraschung ist ja jetzt weg. Du hast ja jetzt geleakt, dass du ein Buch droppst. Warte mal, hat nicht noch jemand gesagt, dass er ein Buch schreibt? Hast du vielleicht, hat nicht der einen... Nein. Doch. Ich hab noch er hat davon erzählt, dass er ein Buch über sein Leben schreibt. Ah, stimmt, ja, über sein Leben, genau. Alle wollen Bücher, wieso wollen alle Bücher schreiben? Macht das gut Geld? Glaube ich nicht. Ist das gerade so ein Ding? Es ist nicht selbstverständlich, einer Person ein Buch zu schreiben. Ich glaube, euch hat noch nie jemand ein Buch geschrieben. Vorhin hat er gesagt, er gibt sich keine Mühe, um sie zu... Also er macht nichts, um sie zurückzubekommen. Zurückführenden Punkt bin ich zugegriffen, weil ich mich nicht im schlechten Licht darstellen... Ja. Nein, der ist für mich raus. Der ist für mich raus. Ja, für mich auch. Bro, du sagst, du platzt eine Riesenüberraschung mit Buch und allem drum und dran, um sie zurückgewinnt und sagst jetzt, ist egal, scheißegal, wenn sie es sieht. Ich weiß nicht, ob die in einem Scan verfolgt. Bro, unabhängig, ob sie verfolgt, sie wird das Video zu 100% sehen. Es gibt ja Leute, die kennen dich und die kennen sie und sie werden ihr das zeigen. 100%. Ihr wollt gar keinen. Nein, das ist Cap. Der ist raus. Jungs, bitte. Der ist raus. Da sind wir uns alle einig, oder? Ja, wir sind uns einig. Es tut mir leid, du bist sehr sympathisch. Du brauchst dich nicht dafür entschuldigen, Emily. Oh,
nein, du bist kein Betrüger. Du bist kein Betrüger. Du hast das so süß gesagt und deine Äuglein. Ich wollte gerade ein Kompliment machen. Warte mal, du willst doch deinen Ex zurück, oder nicht? Hör auf zu flirten, Mann. Das ist echt da raus aus der Nummer, okay. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist alles over. Jetzt, Bro, jetzt bist du zu Warte, warte, lass mich schon reden. Gibst du anderen Jungs kein Kompliment, oder? Hä, Bro? Du bist. Ey, ich hab einen Tunnelblick nur für meinen Mann. Ganz kurz. Folgst du anderen Jungs? Ich hab noch nie einem Jungen Kompliment gegeben. Folgst du einem anderen Jungen? Ja. In einer Beziehung? Bro, aber das kannst du doch gar nicht vergleichen. Natürlich kann ich das vergleichen. Nein, natürlich. Und nein, kannst du nicht vergleichen. Was hat denn das? Weißt du, warum du das nicht vergleichen kannst? Du versuchst sie doch jetzt zu überzeugen, oder nicht? Du willst sie doch wieder gewinnen. Ey, das ist gerade ein anderes Thema. Ich rede gerade davon, dass die das Komplimente geben und folgen dasselbe ist. Nein! Hä? Darum ging's doch gerade gar nicht. Hey, Bro, die Verwirrung der Verwirrung ist verwirrt, Bruder. Hä? Ich folge auch meinem Vater. Was? Leute, ich folge meinem Bruder, meinem Vater. Ich verstehe jetzt Vater auf die mit anderen Jungs. Vater mit anderen Jungs. Bro, deine Argumentation ist echt schwach, ehrlich. Bei aller Liebe. Dir bin ich heute sowieso ganz dankbar. Ehrlich. Nur, was ist das denn? Also darf ich jetzt nur Frauen folgen? Nee. Nein, das Cap, Mann. Guck mal, ich habe einen Tunnelblick nur für meinen Mann, wenn ich einen hätte. So, und ich würde niemals mit einem anderen flirten. Das ist auch nicht zum Spaß. Das macht man nicht. Du bist kein Betrüger, mein Lieber. Du bist ein ehrlicher Kerl. Du bist kein Betrüger. Das ist deine Meinung. Wir sehen ja am Ende. Du bist es mit raus. Also ich sag mal so, mit der Ex wird das nichts mehr. Das wird nichts mehr. So, Finale. Also ich sage euch ehrlich, ich bin mehr für rechts. Wir haben rechts gar nicht befragt. Wir haben rechts einmal durchgenommen und dann... Direkt geglaubt. Ja, das ist das Ding. Alles geglaubt. Ja. Warum bist du denn hier? Ich bin hier, weil ich sagen möchte, dass es halt absolut nicht richtig ist, dass man sich selbst erstmal kontrollieren soll, bevor man irgendetwas Festes eingeht. Weil ich meine, ich bin seitdem ich mit ihr zusammen war, in gar keiner Beziehung gewesen und werde es auch nicht so lange, bis ich weiß, okay, ich werde sowas auch nicht mehr machen. So deswegen, es tut mir leid, aber ich kann dein einmal Fremdgeher, immer Fremdgeher nicht irgendwie zustimmen, weil man muss an sich selbst arbeiten. Vor allem, es waren 3 Jahre und ist einfach nach einer Zeit, einfach nur weil es permanent dieses On-Off war, als Standard geworden, dass man das gar nicht mehr als schlimm empfunden hat nach einer Zeit. Und das ist genau das, weshalb ich dann auch endgültig einen Cut gesetzt habe und dann jetzt an mich selber arbeite. Wow, du hast echt einiges erlebt mit 14, ne? Das ist, Wie alt bist du jetzt? 19. 19, okay. Ist sie dir eigentlich auch fremdgegangen? Ja, auch. Boah. Denk, was? Hä, hey, what the fuck? Aber das ist ein bisschen heftiger, ja. Aber meinst du nicht, dass die Toleranz jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel in eine neue Beziehung kommen würdest, sagen wir, ihr habt eine Phase, wo es jetzt gerade nicht so gut läuft oder so, dass die Toleranz da nicht höher ist, wieder fremd zu gehen? Nee. Mm-mm. Es gibt Höhen und Tiefen, ja. Es gibt niemals ein Tief, wo man jemals sagen kann, okay, ja, komm, lass den liegen oder lass die liegen. Aber das hast du ja jetzt öfter schon. Du kannst ja nicht mal sagen, wie oft, weil es so oft war. Ja, eben. Deswegen habe ich einfach einen Cut gesetzt und habe an mich gearbeitet. Ich habe gesagt so, yo, nee, du willst mit feiern gehen? Nee, vergiss es. So, du willst mit auf den Geburtstag, wo sehr viele Leute sind, wo ich auch auf ein paar gecrushed habe, I don't know, wo ich auch gesagt habe, nee, Alter, lass mich in Ruhe, ich will das nicht. So, ich habe auch meinen eigenen Abstand, was auch allgemein Menschen angeht, habe ich halt sehr reduziert. Nur zu Hause gehockt, habe halt gezockt und das war's auch wieder. Also halt so Singleplayer-Modes. Fließend geredet, gute Bilder benutzt. Danke dir. Die ist stark, ja, ehrlich. Der Bruder, ich weiß nicht. Aber er auch, also. Ja, ich finde sie stärker. Ich finde sie auf jeden Fall stärker als sie. Sie hat mich mehr neben dem Bart. Ihm habe ich eben nicht geglaubt, aber gerade wo er geredet hat, war ich komplett überzeugt. Ja, gut. Ich würde sagen, ich tendiere, glaube ich, zu Rich. Ich auch 100%. Dass sie es ist oder raus? Dass sie es ist. Also, mich würde interessieren, woran stört es, also woran hapert es denn gerade? Also? Ich habe das Gefühl, dass sie so eine Person ist, die da offen drüber reden würde. Und bei dir habe ich das Gefühl, dass du kein Fremdgeher bist. Und gleichzeitig
glaube ich, dass wenn du fremdgegangen wärst und mit deiner Frau jetzt noch zusammen wärst, das nicht öffentlich so preisgeben würdest, sondern ihr in anderer Form vielleicht Reue zeigen würdest, weißt du? Aber jetzt nicht öffentlich. Ich glaube, du bist einer, dir ist auch dein Ruf bestimmt sehr wichtig. Nee, ehrlich gesagt nicht so. Also ich glaube, so Leute in unserem Alter oder älter, also wenn man erwachsen ist, man macht Fehler, ja, aber es ist in die Öffentlichkeit so. Wie alt bist du? Ich bin 28. Ihr ist es egal, weil sie ist 19, so, die war 14 damals. Es ist egal, also keiner würde dich jetzt haten, hoffentlich. Also wenn ich dir ganz kurz dazwischen grätschen darf. Also ja, ich bin ein bisschen älter, aber ich bin noch ziemlich kindlich unterwegs so im Inneren und mache nach wie vor noch sehr viele Fehler. Leute, die mich kennen, wissen das auf jeden Fall. Warte, wie lange bist du mit deiner Frau schon verheiratet? 3 Jahre. Was bist du denn für ein Landsmann? Ich bin Sri Lanka, ich bin Tamile. Wir hatten den Entschluss gefasst, zusammenzuziehen. Und unsere Eltern kennen sich ja und die hatten sich zwar zerstritten gehabt, aber die haben das ja dann natürlich irgendwann mitbekommen, nach 5 Jahren, nachdem wir zusammen waren. Und irgendwo hatten die dann gesagt gehabt, bei uns spielt natürlich auch, wie bei anderen Ausländern, natürlich die Ehre einer Frau eine große Rolle. Und dann wurde natürlich irgendwo gesagt, guck mal, ihr seid schon 5 Jahre zusammen, woran scheitert es denn jetzt so? Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Alleine deswegen, weil bei euch so die Ehre und so weiter, das spielt so eine große Rolle, würde deine Frau niemals zulassen, dass du hier stehst und auch du selber. Ihr habt und deine Familie auch. Dass du hier stehst und sagst, ja, ich habe meine Frau betrogen. Ich glaube, das ist bei euch nicht so die Wave. Deswegen, ich würde sagen, sie ist es. Was sagt ihr, Jungs? Ja, ich bin auch 100% dabei. Ja. Also zum Thema Ehre wollte ich aber noch ganz kurz was sagen. Das war in Bezug auf bei uns, ist, bei den Älteren ist das Mindset, also ich bin hier in Deutschland geboren, ich habe eh ein anderes Mindset, aber bei den Älteren ist es so, die denken sich so, ja, wenn der dann geht, dann steht sie alleine da und in der Gesellschaft bekommt sie gefühlt dann. Dann ist dir deine Familie und das, was sie sagen, ja wichtig. Dementsprechend, weißt du, macht es ja jetzt nicht so viel Sinn, dass du in das Format deswegen kommst. Nee, also es war ja aber, also nochmal, ne, das will ich nur ganz kurz klarstellen, bevor das hier so rüberkam, als wurde ich zu irgendetwas gezwungen. So ist es auf keinen Fall. Ich liebe meine Frau und auf keinen Fall wurde ich zu irgendetwas gezwungen. Ich habe vom Nee, das nicht, aber du hast es ja damit begründet, dass es so bei euch Tradition ist. Es wurde, Eltern haben Einfluss. Aber ich wollte das nur korrigieren, weil so wollte ich das nicht im Raum stehen lassen, falls das so rüberkam. Aber wussten deine Eltern, dass du hier fremdgegangen bist, bevor ihr so verheiratet wart? Nein. Ich glaube, wir sind uns einig, oder? Ja, safe. Wir denken, dass rechts die Wahrheit sagt und links nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Dementsprechend müsst du dann einmal raus, dann machen wir jetzt die Auflösung. Boah, ich bin gespannt. Vielleicht machen die noch einen Joke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gesagt. Ich habe sogar noch vorhin... Das war doch der Call. Ich habe doch vorhin noch gesagt, oder der lügt extra so richtig schlecht, damit wir denken, dass der es nicht ist. Das kann jetzt auch kein Zuschauer sagen, dass er es nicht gewesen ist. Er war sogar der Erste, ne? Er hat doch alles erfüllt, was ein Lügner erfüllen muss, ne? Ja, dann hören wir mal die anderen Storys, was daran so... Wir haben den einfach als Erstes rausgevotet, ne? Ja. Das ist hart, ehrlich. Das ist richtig hart. Das ist echt hart. Also das mit dem Fremdgehen stimmt nicht. Aber die Story mit deiner Frau. Mit meiner Frau, das stimmt ja. Naja, bei mir stimmt eigentlich gar nichts. Also. guck mal, jetzt kann er auch lachen. Eigentlich bin ich Architekt. Ich bin eine normale Person, sagen wir es mir so. Ich bin auch nicht 20 oder so, ich bin ja 17. Und krass, heftig. Lügen über Lügen, würde ich sagen. Wow, gar keine Emotion. Wow, du hast uns auf jeden Fall verarscht. Ja. Ja. Du bist noch nie fremdgegangen. Nee. Stehst du wirklich auf alle Geschlechter und so? Cool. Ey, Digga, du hast uns hochgenommen, ehrlich. Heftig. Meine Story, die war real, aber das ist mir passiert. Und ich hab... Ach, krass. Ja, dann erhältst du jetzt wenigstens als Entschädigung 500 Euro. Schon, danke. Hat sie gut gemacht, muss man echt sagen. Sie hat es gut gemacht. Also ich habe gar nichts hinterfragt, ich habe null hinterfragt. Ich war so, okay, sie sagt die Wahrheit. Du hast auch richtig gut gemacht. Hast du aber Stich bekommen? Nein, also ich habe mir gestern alles ausgedacht und ich wusste, ich hatte noch echt noch nie mit der Polizei zu tun, deswegen wusste ich da auch nicht Bescheid. Ja, das war, hat mal gewährt. Was mit der Narbe? Ich heiße Jamie. Also, ja, was? Mann, Bruder Narbe. Ach so, nee, da bin ich auf den Baum geklettert, bin runtergerutscht. Jo, aber du erzählst halt, um cool zu sein, ja, ich wurde abgestochen. Kam realistisch rüber, soll ich sagen. Nee, finde ich gut. Ja, super. Hast du gut gemacht.
Bei mir ist alles gelogen, alles von Anfang bis Ende. Das ist ein Appell an die Fremdgeher. Das ist metaphorisch ein Herz. Fremdgeher machen das mit einer Person, die sie lieben. Dann einfach blasen, dann ist wieder alles okay. Nein, Spaß, auf jeden Fall, Freunde. Ich war gerade so, oh, und dann war ich verwirrt. Bro, alles gut, der war es auf jeden Fall nicht, ne? Nächstes Mal vielleicht, Bruder, heute ist nicht dein Tag. Ja, auf jeden Fall, nein, Freunde, das war natürlich nur Spaß. Bitte niemals fremdgehen, weil fremdgehen ist scheiße. Du bist aber noch nie fremdgegangen. Nein, Mann, Emily, sehr gut. Ich doch nicht. Oh, hör auf, die ganze Zeit meinen Namen zu sagen. Bro, du bereust es nicht, oder was? Ich hab doch gesagt, ich bereue es, dass ich nicht davor Schluss gemacht habe und es in der Beziehung gemacht habe. Aber eigentlich... Und du bist mit der jetzt gerade noch zusammen? Also mit der du fremdgegangen bist? Egal, ja. Bruder, du bist krass, ey. Du bist echt krass. Ja, oh mein Gott. Respekt. Eigentlich Respekt an meine Freundin, dass sie mich so aufgenommen hat. Also angenommen. Obwohl ich sowas gemacht habe. Naja, eigentlich Respekt an deine Ex-Freundin, dass sie dir nicht irgendwie hier... Was soll die machen? Wow, the disrespect though, hallo? The disrespect is real, Mann. Alter, das ist echt... Nee, das ist nicht cool, das ist nicht cool. Ist echt nicht cool. Hoffentlich machst du sowas einfach nicht mehr in der Zukunft, ne? Und hast dich wirklich... Hast du draus gelernt wenigstens? Ja, natürlich, sowas macht man gar nicht. Ja, das ist das Wichtigste. Sehr gut. Sowieso, ich entschuldige mich auch dafür, dass ich es dir angetan habe. Wenigstens noch eine positive Message an die Zuschauer. Ja, man geht nicht fremd, auf jeden Fall, das ist scheiße. Ihr seht ja jetzt, wie ich da stehe. Nicht nur, wie du da stehst, vor allem, wie die Person da steht, der du es angetan hast. Man ist ja gekennzeichnet so das ganze Leben. Ne? Das ist wichtig. Irgendwann passiert es dir auch. Und dann? Ich habe schon meinen Karma zurückbekommen. Okay, dann dankt euch allen auf jeden Fall. Wenn ihr noch was erwähnen wollt, könnt ihr das jetzt gerne machen. Mein Name ist Siva. Auf Instagram heiße ich a.siva58 und auf TikTok a.siva08. Ich grüße meinen kleinen Cousin Arda und Musti. Also erstmal, ich grüße auf jeden Fall Malit, Grüße gehen raus an dich. Und auf Insta Rizco, R-I-Z-Z-C-O und zwei Unterstriche und auf TikTok nur mit einem Unterstrich. Und das war's. Also ich grüße meine beste Freundin Sammy und Maxi und meinen Freund Lars. Das habe ich vergessen zu erwähnen, ich habe einen Freund, so, auch noch. Und mein Instagram ist MountyCaps und mein TikTok, also könnt ihr gerne abchecken, wenn ihr wollt. Mir könnt ihr auf Insta und auf TikTok folgen, da heiße ich jxmie-e-unterstrich, bisschen Comedy und so. Auf jeden Fall. Ich heiße auf TikTok und Instagram gleich, Barish June. Dann dankt euch allen fürs Mitmachen, dankt euch. Leider lagen wir heute falsch. Ja. Aber es ist, wie es ist, ne? Ja, es ist, die Zuschauer lagen auch falsch, safe. Sie war auch echt gut, muss man auch sagen. Direkt voll, voll. Und Hauptsache, die Message ist angekommen, Leute. Genau. Bitte nicht fremdgehen. Nicht, macht vorher Schluss, dann ist alles easy peasy, ne? Dann dankt euch fürs Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, die Kach.